Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wünsche einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie hier zu unserer abendlichen Seance den Weg in die Böll-Stiftung gefunden haben. Und ich verrate Ihnen schon jetzt, Sie werden es nicht bereuen, denn wir befinden uns, denke ich, mit dem heutigen Thema im Zentrum einer zeitdiagnostischen Frage, die uns alle umtreibt und Fragen aufwirft, die wir heute Abend hoffentlich beantworten können. Ich darf ganz kurz für diejenigen, die zum ersten Mal im Zuge dieser Reihe bei uns sind, nochmal erklären, dass es sich hier um eine Vortrags- und Gesprächsreihe handelt, die versucht, zeitdiagnostische Begriffe, also sozusagen Begriffe, die uns Auskunft geben, in welcher Zeit wir eigentlich leben, zu verhandeln. Und wir machen das alphabetisch und haben vor 1,5 Jahren angefangen mit A wie Authentizität. Ein wunderbarer Vortrag von Dietrich Dietrichsen, damals Eröffnungsvortrag, und sind inzwischen, ich erspare Ihnen, was dazwischen passiert ist, das können Sie im Netz nachlesen, beim Buchstaben K wie Kreativität. Es gibt vermutlich nichts Schwierigeres, als sich die Frage zu stellen, in welcher Welt wir gegenwärtig leben oder welches Leben wir gegenwärtig leben. Mit etwas zeitlichem Abstand fällt es leichter zu begreifen, was eigentlich war. Zumindest wenn man der These von Walter Benjamin folgt, dass man sowieso nicht in die Zukunft, Gegenwart schauen kann, sondern nur auf das Zurückliegende. Wir versuchen das aber trotzdem und haben uns deshalb diesen Jägerstand als Symbol ausgedacht. Also wir gehen etwas auf die Höhe, um etwas Abstand zu unserer Gegenwart zu bekommen, und hören gespannt, was unser Referent zu sagen hat. Wir haben heute das große Glück, Andreas Reckwitz zu dem Begriff der Kreativität oder dem Paradigma der Kreativität zu hören. Großes Glück deshalb, weil zumindest soweit wir das überblicken, sich niemand in Deutschland so umfassend und auch in der jahrelangen Arbeit dem Kreativitätsparadigma angenähert hat wie er. Wer das nochmal auf 350 Seiten genauer nachvollziehen will, es gibt im Suhrkamp Verlag dieses schöne Buch Die Erfindung der Kreativität. Bin gespannt, was sich seit Erscheinen dieses Buches geändert hat in der Sichtweise von Andreas Reckwitz. Andreas Reckwitz ist Professor für vergleichende Kultursoziologie an der Viadrina in Frankfurt Oder und hat sich nicht nur mit Kreativität, sondern mit zahlreichen anderen Aspekten unseres postmodernen Daseins befasst, etwa mit dem Wandel Kulturtheorien oder mit der Frage nach Subjektsbegriff in der Gegenwart. Heute geht es aber ausschließlich um diesen Aspekt. Wer sich für den beeindruckenden Lebenslauf von Andreas Reckwitz darüber hinaus informieren will, kann das auch auf einschlägigen Webseiten tun, die allein die Stationen und Aufenthalte seiner Forschungstätigkeit aufzuzählen würde, zu viel kostbare Zeit in Anspruch nehmen, die wir jetzt für den Vortrag brauchen. Andreas Reckwitz wird ungefähr eine halbe Stunde sprechen, dann haben wir eine Dreiviertelstunde. Ich gucke auf die Uhr, Dreiviertelstunde werden wir nicht überschreiten. Dann haben wir hier oben ein kleines Gespräch und Sie sind selbstverständlich eingeladen, mitzusprechen und mitzudiskutieren. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Seeler, für die freundliche Einleitung und vielen Dank für die Einladung hier an die Heinrich-Böll-Stiftung. Wenn es einen Wunsch gibt, der innerhalb der Gegenwartskultur die Grenzen des Verstehbaren sprengt, dann wäre es der, nicht kreativ sein zu wollen. Dies gilt für Individuen wie für Institutionen gleichermaßen. Nicht kreativ sein zu können, ist eine problematische, aber zu heilende und mit geduldigem Training zu überwindende Schwäche. Aber nicht kreativ sein zu wollen, kreative Potenziale bewusst ungenutzt zu lassen, gar nicht erst schöpferisch Neues aus sich hervorbringen oder zulassen zu wollen, erscheint als ein absurder Wunsch, so wie es zu anderen Zeiten die Absicht, nicht moralisch oder nicht autonom sein zu wollen, gewesen sein mag. Welche außergewöhnliche Relevanz der Kreativität als individuelles und soziales Phänomen in unserer Gegenwart zugeschrieben wird, lässt sich an der programmatischen Studie The Rise of the Creative Class des amerikanischen Soziologen Richard Florida aus dem Jahr 2000 ablesen. Florida zufolge ist die zentrale Transformation, die in den westlichen Gesellschaften zwischen der Nachkriegszeit und der Gegenwart stattgefunden hat, weniger eine technologische als eine kulturelle. Die Wasserscheide lässt sich in den 70er Jahren markieren und sie betrifft das Aufkommen und die Verbreitung eines kreativen Ethos. In dessen Zentrum steht eine neue, sich rasch ausbreitende und kulturell tonangebende Berufsgruppe, die Creative Class, mit ihren charakteristischen Tätigkeiten der Ideen- und Symbolproduktion, von der Werbung bis zur Softwareentwicklung, vom Design bis zur Beratung. Kreativität bezeichnet nach Floridas Darstellung damit nicht allein ein privates Modell der Selbstentfaltung. Sie ist in den letzten drei Jahrzehnten vielmehr auch zu einer allgemeinen gegenwärtigen ökonomischen Anforderung der Arbeits- und Berufswelt geworden. Nun ist Floridas Studie alles andere als eine neutrale Darstellung. Vielmehr versucht sie genau das zu fördern, von dem sie spricht. Ihr Blick ist selektiv. Aber tatsächlich sprechen viele Indizien dafür, dass das normative Modell der Kreativität seit den 1980er Jahren im Kern der westlichen Kultur angekommen ist und diesen hartnäckig besetzt hält. Kreativität umfasst in spätmodernen Zeiten dabei eine widersprüchliche Doppelung von Kreativitätswunsch und Kreativitätsimperativ, von subjektivem Begehren und sozialer Erwartung. Man will kreativ sein und soll es sein. Was meint hier Kreativität? Kreativität enthält in einem ersten Zugriff eine doppelte Bedeutung. Zum einen verweist sie auf die Fähigkeit und die Realität, dynamisch Neues hervorzubringen. Kreativität bevorzugt das Neue gegenüber dem Alten, das Abweichende gegenüber dem Standard, das Andere gegenüber dem Gleichen. Zum anderen impliziert Kreativität ein Modell des Schöpferischen, welches diese Tätigkeit des Neuen an die moderne Figur des Künstlers, an das Künstlerische und Ästhetische zurückbindet. Aus soziologischer Perspektive bezeichnet Kreativität nun keine bloße Oberflächensemantik, das ist jedenfalls mein Ausgangspunkt, sondern das Zentrum eines sozialen Kriterienkatalogs, der seit den 80er Jahren für reale Praktiken der westlichen Gegenwartsgesellschaften Prägekraft gewonnen hat. Am bemerkenswertesten ist diese Entwicklung zunächst im ökonomisch-technischen Herzen der kapitalistischen Gesellschaften, der Sphäre der Arbeit und des Berufs. Der ästhetische Kapitalismus der Gegenwart basiert in seiner avanciertesten Form auf projektorientierten Arbeitsweisen, die das lange vertraute Muster einer routinisierten Arbeiter- und Angestellten-Tätigkeit hinter sich gelassen haben. An deren Stelle haben sich Tätigkeiten geschoben, in denen die ständige Produktion von Neuem, insbesondere von symbolischen Produkten, vor einem an diesem Neuen interessierten Publikum zur zentralen Anforderung avanciert ist. Die sogenannte Creative Industries, die Kreativindustrien, stellen hier nur die Spitze des Eisberges dar, die Spitze einer tiefgreifenden Kulturalisierung der Ökonomie. Das Doppel von Kreativitätswunsch und Kreativitätsimperativ ist darüber hinaus seit den 80er Jahren tief in die kulturelle Logik der privaten Lebensführung der Mittelschichten eingesickert. Die Individualisierung, wie Ulrich Beck sie vor einiger Zeit herausgestellt hatte, gewinnt ihre spezifische Orientierung hier in der Ausrichtung an einer kreativen Gestaltung von Subjektivität, auf die Freizeit und den Konsum in allen seinen Verästelungen bis hin zur Ernährung und zum Sport ebenso wie auf die persönlichen Beziehungen bezogen. Schließlich sticht die gesellschaftliche Ausrichtung an Kreativität in einem weiteren Bereich ins Auge.
in der Transformation des Urbanen, im Wandel des gebauten Raums der westlichen Großstädte. Viele der Städte zwischen Barcelona und Seattle, zwischen Kopenhagen und Boston sind seit den 80er Jahren durch eine Tendenz geprägt, sich über spektakuläre Architektur, restaurierte Stadtviertel, neue Kulturinstitutionen und ansprechende Atmosphären ästhetisch grundsätzlich zu transformieren. Es reicht nicht mehr aus, dass die Städte ihre Grundfunktionen des Wohnens und Arbeitens erfüllen. Es wird von ihnen eine permanente ästhetische Selbsterneuerung erwartet. Sie wollen und sollen Creative Cities sein. Die Idee der Kreativität ist nun sicherlich keine Erfindung der Spätmoderne. Aus einer soziologischen Perspektive auf die Genese der Moderne ist sie jedoch vom letzten Drittel des 18. Jahrhunderts bis ins zweite Drittel des 20. Jahrhunderts im Wesentlichen auf kulturelle und soziale Nischen beschränkt gewesen. Es waren die künstlerischen und ästhetischen Bewegungen seit dem Sturm und Drang und der Romantik, die in immer neuen Schüben Modelle und Praktiken der schöpferisch-kreativen Gestaltung von Dingen und des eigenen Selbst entwickelt haben. Was sich in der spätmodernen Kultur seit den 1970er und 80er Jahren vollzieht, ist nun eine bemerkenswerte Umkehrung. Ein Umkippen von Ideen und Praktiken ehemaliger Gegenkulturen in die Hegemonie. Was sich seit dem letzten Viertel des gerade vergangenen Jahrhunderts abspielt, ist tatsächlich die Ausbildung eines ebenso heterogenen wie wirkungsmächtigen Kreativitätsdispositivs. Den Begriff Dispositiv möchte ich hier in einem losen, an Michel Foucault angelehnten Sinn verwenden. Es handelt sich um einen gesellschaftlichen Komplex von diskursiven und nicht-diskursiven Praktiken aus verschiedenen Bereichen, die allesamt eine Entwicklung in die gleiche Richtung, Kreativität, fördern. Ein solcher Blickwinkel auf das, was man das kreative Ethos der spätmodernen Kultur nennen könnte, setzt voraus, dieses gerade nicht als Ergebnis eines Prozesses der Freisetzung von Individuen und Institutionen zu verstehen, die gewissermaßen nun endlich kreativ sein dürfen. Es geht vielmehr darum, den Kreativitätskomplex als eine gesellschaftliche und darin historisch außergewöhnliche Erscheinung zu begreifen. Ich kann heute nur nicht die Genese und den Strukturen dieses Kreativitätsdispositivs in allen seinen Verästelungen nachgehen. Das hatte ich ja wesentlich ausführlicher in dem genannten Buch Die Erfindung der Kreativität getan. Ich möchte heute vielmehr ein Grundgerüst präsentieren, das versucht, auf drei Fragen zu antworten. Erstens, was sind elementare Strukturen des Kreativitätsdispositivs, also dieses gesellschaftlichen Komplexes insgesamt? Zweitens, was sind die Ursachen seiner Verbreitung? Und drittens, welche sind auch gerade die problematischen Folgen dieser Installierung des Kreativitätsdispositivs? Zunächst zum ersten Teil, den Grundmerkmalen. Im Rahmen des Kreativitätsdispositivs erlangt ein vertrautes Kernelement der Struktur und Semantik moderner Gesellschaften einen grundsätzlich veränderten Stellenwert: das Neue. Dass die moderne Gesellschaft in ihren Institutionen im Kern nicht auf traditionelle Wiederholung, sondern auf dynamische Selbstveränderung, gewissermaßen auf Innovation ausgerichtet ist, ist eine klassische Diagnose. Politisch, ökonomisch, wissenschaftlich, technisch und künstlerisch hat die Moderne immer versucht, das Neue zu fördern. In politischen Revolutionen, in der Warenzirkulation, technischen Erfindungen oder künstlerischer Originalität. Die Orientierung am Neuen ist mit einer Abwertung des Alten, den Üblichkeiten der Vergangenheit, verbunden. Das Neue ist dabei nicht kurzerhand objektiv vorhanden, immer hängt es von häufig umstrittenen Beobachtungsschemata ab, die bewerten, was als neu zählt. Idealtypisch lassen sich nun drei moderne Strukturierungsformen der Orientierung am Neuen unterscheiden. Man könnte auch von Innovationsregimen sprechen, die grob aufeinander folgen, ohne dass die älteren völlig verschwunden wären. Das Neue als Stufe, das nenne ich hier das Neue Römisch 1, das Neue als Steigerung und Überbietung, das Neue Römisch 2 und das Neue als Reiz, das Neue Römisch 3. Das erste Regime des Neuen strebt nach einer Stufe, in der eine alte, durch eine neue, fortschrittlichere und rationalere Konstellation ein für alle Mal abgelöst wird. Das Neue erscheint als das absolut und eindeutig Neuartige, Revolutionäre. Dieses Modell liegt der Form der politischen Revolution zugrunde. In der Konstellation des Neuen Römisch I ist das Neue damit dem Ziel des politisch-moralischen Fortschritts untergeordnet und letzterer erscheint endlich. Anders das Regime des Neuen als Steigerung und Überbietung, das Neue Römisch II.
In dieser Konstellation wird eine permanente Produktion des Neuen in eine unendliche Zukunft hinein angestrebt. Charakteristisch hierfür ist das Muster naturwissenschaftlich-technischer Entwicklung, aber auch die ökonomische Innovation auf dem Markt. In jedem Fall ist für die Konstellation des Neuen Römisch II kennzeichnend, dass der einzelne Akt des Neuen den normativen Anspruch der Verbesserung enthält und diese Verbesserungssequenz zugleich endlos ist. Das Regime des Neuen als ästhetischer Reiz, also das Neue Römisch III, wie es sich als zentral für das Kreativitätsdispositiv herausstellt, ist wiederum anders organisiert. Auch hier geht es um die dynamische Produktion einer Sequenz von neuen Akten, die unendlich ist, aber der Wert des Neuen ist weitgehend entnormativiert. Der Wert des Neuen besteht nicht mehr in seiner Eingliederung in eine Fortschrittssequenz, sondern in seinem momenthaften ästhetischen Reiz, der immer wieder von einer anderen, nächsten sinnlich-affektiven Qualität abgelöst wird. Es ist nicht der Fortschritt oder die Überbietung, sondern die Bewegung selbst, die Aufeinanderfolge von Reizakten, der das Interesse gilt. Die Produktion des Neuen folgt hier nicht mehr dem Modell der politischen Revolution oder dem der technischen Erfindung, sondern der Kreation von Dingen oder Atmosphären, die die Sinne und Bedeutungen reizen und affektiv wirksam sind, wie es sich erstmals in der modernen Kunst findet. Wie gesagt, die moderne Gesellschaft unterwirft seit dem Ende des 18. Jahrhunderts ihre sozialen Felder zunehmend solcher Novitäts- und Innovationsregime. Zugleich findet jedoch, so meine These, eine Relevanzverschiebung dargestellt statt, dass das Regime des ästhetischen Neuen, das ursprünglich aus dem modernen Feld der Kunst stammt und so gesehen marginal war, sich von dort her ausdehnt und entgrenzt. Ein Prozess, der im 20. Jahrhundert schrittweise stattfindet und letztlich in das Kreativitätsdispositiv seit den 1980er Jahren kulminiert. Diese strukturelle Ausrichtung am ästhetischen Neuen kreuzt alle wichtigen sozialen Felder. Die Wirtschaft in Form dessen, was man ästhetische Ökonomie nennen kann, ist an der Produktion immer neuer, ästhetisch interessanter Güter ausgerichtet, ob im Design, in der Mode oder im Tourismus. Die Medien sind zu großen Teilen am ästhetisch Neuen orientiert, den immer wieder neuen, affektiven Reizen der Zeitschriften, der News, der Tweets und Facebook-Aktualisierungen. Die Stadtentwicklung der Creative Cities, der immer neuen Museen und Events. Selbst die persönlichen Beziehungen, wie sie Eva Illus analysiert hat, sind am immer wieder neuen ästhetischen Erleben zu zweit orientiert. Wenn das Kreativitätsdispositiv in seinem Kern ein soziales Regime des ästhetischen Neuen ist, dann muss ich zumindest kurz klären, was ich aus soziologischer Hinsicht unter dem Ästhetischen und der ästhetischen Praktiken verstehen will. Tatsächlich stellt sich heraus, dass das Kreativitätsdispositiv auf seine Weise eine radikale Ästhetisierung des Sozialen betreibt. Ästhesis bezieht sich in seiner ursprünglichen Wortbedeutung bekanntlich auf die sinnliche Wahrnehmung in ihrer ganzen Breite. Ein trennscharfes Verständnis des Ästhetischen setzt dieses jedoch nicht mit sinnlicher Wahrnehmung insgesamt gleich, sondern kann auf eine Grundintuition der klassischen Ästhetik zurückgreifen. Das Ästhetische ist in diesem Verständnis auf sinnliche als eigendynamische Prozesse bezogen, die sich aus ihrer Einbettung in zweckrationales Handeln lösen. Ästhesis als das insgesamt aller sinnlichen Wahrnehmung lässt sich dann von ästhetischer Wahrnehmung im Besonderen unterscheiden. Das Spezifikum dieser ist ihre Selbstzweckhaftigkeit und Selbstbezüglichkeit. Ihr Spezifikum ist ihre Sinnlichkeit um der Sinnlichkeit, ihre Wahrnehmung um der Wahrnehmung willen. Das Ästhetische bezieht dabei noch eine weitere Dimension in spezifischer Weise mit ein. Diese Wahrnehmungen sind nicht reine Sinnesaktivität, sie enthalten auch erhebliche Affektivität, eine emotionale Involviertheit des Subjekts. Die Ästhetisierung ist mit einer Intensivierung und Explosion der Affekte aufs Engste verbunden. Vor dem Hintergrund eines solchen Verständnisses des Ästhetischen kann das Phänomen gesellschaftlicher Ästhetisierung Kontur gewinnen. Es handelt sich hier um einen präzise bestimmbaren Strukturwandel. In Prozessen der Ästhetisierung dehnen sich innerhalb der Gesellschaft als Ganzer ästhetische Praktiken auf Kosten primär nicht ästhetischer, zweckrationaler und normativer Praktiken aus. Die Besonderheit des Kreativitätsdispositivs besteht nun darin, dass es eine Ästhetisierung forciert, die auf die Produktion und Rezeption von neuen ästhetischen Ereignissen ausgerichtet ist. Wie gesagt, die moderne Gesellschaft hat seit ihren Anfängen das Neue strukturell vorangetrieben. Das Kreativitätsdispositiv richtet nun jedoch das Ästhetische am Neuen und das Regime des Neuen am Ästhetischen aus. Es markiert eine Schnittmenge zwischen Ästhetisierungen und den sozialen Regimen der Innovation.
Das Kreativitätsdispositiv betreibt eine umfassende ästhetische Mobilisierung der Subjekte und des Sozialen. Dieses hat eine scheinbar grenzenlose, transformative und dynamisierende Wirkung. Die ersten soziologischen Diagnosen der Ästhetisierung, die in den 1960er Jahren angesichts zeitgenössischer Phänomene im Massenkonsum und in den Massenmedien auftauchten, sahen hier in erster Linie eine Ausbreitung passiver Konsumenten, die sich scheinbar willenlos der Unterhaltungsindustrie ausgeliefert haben. Ginge man von einem solchen Verständnis aus, wie es sich beispielhaft in Guy Debords Gesellschaft des Spektakels findet, wäre das Kreativitätsdispositiv jedoch nicht angemessen erfasst. Hier findet gerade keine Ruhigstellung des Subjekts statt, sondern dessen Aktivierung als kreative Instanz und eine Mobilisierung der Praktiken als produktive Tätigkeiten. Immer geht es darum, sich ästhetisch wieder und wieder anregen zu lassen und produktiv zu sein. In Kreativbranchen wie im Design und in den Social Media, im Tourismus und in der Mode, in der privaten Selbstverwirklichung und in den Familien- und Freundschaftsnetzwerken. Man muss die Struktur des Kreativitätsdispositivs und seine Form der Subjektivierung näher in Augenschein nehmen, um den Unterschied zwischen dieser neuen Kreativästhetisierung und der alten, kulturkritisch häufig abschätzig behandelten Rezipientenästhetisierung nachzuvollziehen, die, denke ich, Adorno Horkheimer in ihrem Text über die Kulturindustrie vor Augen hatte. Entscheidend ist, dass das soziale Feld der Kunst und die Sozialfigur des Künstlers, wie sie sich im modernen Sinne seit etwa 1800 ausbilden, in einem verallgemeinerten und flexibilisierten Form das Modell, die Blaupause für diese Grundstrukturen des Kreativitätsdispositivs bilden. Dieses basiert damit auf einer sehr spezifischen Form des Sozialen, das man ästhetische Sozialität nennen könnte. Wiederum ist das Kunstfeld hier, wenn man so will, das Paradigma. Die Besonderheit der ästhetischen Sozialität besteht darin, dass sie vier spezifische Instanzen und Einheiten miteinander verknüpft. Also meine Frage ist hier gewissermaßen, welche Form nimmt das Soziale überhaupt an im Zuge dieser Ästhetisierung? Also ich gehe nicht davon aus, dass es schon ein für alle Mal feststeht, was das Soziale ist, sondern eher, dass sich hier eine spezifische und auch neue Form des Sozialen ausbildet, nämlich eine, die auf diesen vier Elementen, wenn man so will, besteht, die miteinander verknüpft werden. Erstens Subjekte als Kreateure, zweitens ein Publikum, die Existenz eines ästhetischen Publikums, drittens ästhetische Objekte und viertens eine institutionalisierte Regulierung von Aufmerksamkeiten. Dies ist das tragende Gerüst dieses Dispositivs. Es muss immer einerseits Praktiken geben, die auf die Produktion von ästhetisch Neuem ausgerichtet sind und die von entsprechenden Kreateuren getragen werden. Es muss auf der anderen Seite ein Publikum geben, also dieser Begriff des Publikums wird jetzt für mich ganz zentral, das primär an der ästhetischen Aneignung von immer wieder neuen Objekten und Ereignissen interessiert ist. Und beide sind über eine dritte Instanz miteinander verknüpft, über Objekte, ästhetische Objekte, die genutzt und rezipiert werden. Das können Medienereignisse oder urbane Events sein, das können Designprodukte, Reiseziele und so weiter sein. Diese Trias, also Subjekte, also Kreateure, Publikum und Objekte, wird schließlich von institutionellen Mechanismen, marktförmigen, medialen oder auch politischen, gerahmt, denen es, und das ist hier der zentrale Punkt, um das Management von Aufmerksamkeit geht. Also innerhalb der ästhetischen Sozialität besteht das wichtigste Koordinationsproblem des Sozialen darin, welche Aufmerksamkeit, welche perzeptive und affektive Aufmerksamkeit sich auf welche Objekte und möglicherweise auch auf welche kreativen Subjekte richtet. Also die Aufmerksamkeitsproblematik wird jetzt ganz zentral eigentlich für eine Sozialität, die im Rahmen dieses Kreativitätsdispositivs orientiert ist. In der Moderne war es nun, wie gesagt, als erstes das soziale Feld der Kunst, das eine solche ästhetische Sozialität historisch hervorgebracht hat. Entscheidend ist jedoch, dass dieses Karree ästhetischer Sozialität in der Spätmoderne im Rahmen des Kreativitätsdispositivs strukturbildend für große Teile des Sozialen geworden ist. Die Subjekte befinden sich in großen Teilen ihres Alltagslebens entweder in der Position eines Publikums oder aber in der Position von Kreateuren vor einem Publikum oder von beidem. Im Bereich der Arbeit, im Rahmen der ästhetischen Ökonomie, im Konsum, der Freizeit, der Privatsphäre und nicht zuletzt natürlich in der Nutzung der Medien, vor allem der digitalen Medien. Entscheidend ist dabei, dass sich die Position des Kreations- und des Publikumssubjekts
die ja klassischerweise im Kunstfeld ganz eindeutig getrennt waren, sich nun flexibilisiert haben, sodass man immer wieder abwechselnd oder gar gleichzeitig Publikum für Kreationen und Kreateur vor einem Publikum ist. Neben den Social Media ist etwa hier auch der Konsum des sogenannten Prosumers paradigmatisch. Was sind nun die Ursachen für die gesellschaftliche Verbreitung des Kreativitätsdispositivs, das ich jetzt also erstmal in groben Zügen skizziert habe? Warum nur hat sich die Gesellschaft, die moderne westliche Gesellschaft in verschiedensten ihrer Bereiche in Richtung einer Kreativästhetisierung umgestellt? Ich komme damit zum zweiten Teil. Wie gesagt, würde ich in vieler Hinsicht das soziale Feld der Kunst seit 1800 mit seiner Orientierung an den immer wieder neuen Überbietungen von Stilen und Werken als ersten gesellschaftlichen Mikrokosmos interpretieren, der Grundstrukturen des späteren Kreativitätsdispositivs für einen engen gesellschaftlichen Bereich installiert. Aber natürlich stellt sich die Frage, warum konnten sich diese Grundstrukturen mit einem zunächst doch nur sehr schmalen Geltungsbereich und deswegen von der Soziologie auch lange Zeit gar nicht ernst genommen, gesellschaftlich ausbreiten? Aus meiner Sicht sind hier zwei Faktoren zentral. Die Kreativästhetisierung ist zum einen eine Antwort auf den Affekt- und Motivationsmangel der klassischen Form moderner Gesellschaft. Und zweitens, ihre Strukturmerkmale befinden sich in einer Homologie, also einer strukturellen Gleichförmigkeit zu zwei anderen Tendenzen der modernen Gesellschaft, die seit dem letzten Viertel des 20. Jahrhunderts umso stärker werden, nämlich der Ökonomisierung des Sozialen und der Medialisierung des Sozialen. Das Kreativitätsdispositiv betreibt also eine Verzahnung von Ästhetisierung, Ökonomisierung und Medialisierung und ist gerade deshalb so wirkungsmächtig. Dispositive sind generell als historische und lokale Phänomene zu verstehen, die, wie Michel Foucault es formuliert, auf eine ganz bestimmte Problemlage antworten, auf eine historische und lokale Dringlichkeit. Auf welche Problemlage reagiert denn nun das Kreativitätsdispositiv? Die Antwort lautet, das hatte ich gerade schon kurz erwähnt, die Dringlichkeit bestand im Affektmangel der klassischen gesellschaftlichen Moderne. Die moderne Gesellschaft in ihrer klassischen Variante betrieb eine systematische Verknappung der Affekte, die den vergesellschafteten Subjekten hätten Motivation und Befriedigung verschaffen können. Die Ästhetisierungsprozesse des Kreativitätsdispositivs versuchen, diese Verknappung zu überwinden. Dass ein Phänomen wie das Kreativitätsdispositiv und die damit verbundenen und vorbereitenden Ästhetisierungsprozesse den soziologischen Mainstream ziemliche Schwierigkeiten bereitet, ist darin begründet, dass sie dem klassischen Verständnis der Moderne im Sinne eines Strukturzusammenhangs formaler Rationalisierung im Sinne von Max Weber letztlich zuwiderlaufen. Und tatsächlich, die moderne Gesellschaft des Westens, wie sie sich seit dem Ende des 18. Jahrhunderts zu großen Teilen zunächst und zu Recht kann zu großen Teilen und zu Recht zunächst als eine Rationalisierungsmaschine beschrieben werden. Die gesellschaftliche Moderne bildet dabei keinen einheitlichen Block, sondern zerfällt historisch zumindest in zwei unterschiedliche historische Konfigurationen: die bürgerliche Moderne und die organisierte Moderne. Beide bringen auf ihre Weise Rationalisierungsschübe und verknappten auf ihre Weise die Bandbreite und Intensität gesellschaftlich legitimer Affekte. Für die bürgerliche Moderne des 19. Jahrhunderts kennzeichnet sind Strukturelemente wie die Marktökonomie, die Parlamentsdemokratie, der wissenschaftliche Scientismus, die Kleinfamilie. Die organisierte Moderne liefert dazu ein Nachfolgemodell, das in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts einsetzt. Man kann das auch Fordismus nennen, wenn man will. Nun werden Steuerung, Koordination und Planung forciert, und zwar sowohl im Rahmen der ökonomischen Kooperation als auch von Seiten des Staates, des keynesianischen Wohlfahrtsstaates. Das Problem sowohl der bürgerlichen wie der organisierten Moderne besteht in ihrem systematisch produzierten Motivationsmangel, den die Ästhetisierungsprozesse und schlussendlich das Kreativitätsdispositiv zu beheben versprechen. Denn worin soll der affektive Reiz bestehen, an der rationalisierten Lebensführung teilzunehmen? Was ist überhaupt attraktiv an der Moderne? Der Motivationsmangel ist ein Ergebnis der Rationalisierungsschübe beider Versionen der Moderne. Und ästhetische Gegenkulturen wie die Romantik um 1800, die Lebensreformbewegung um 1900 und die Counterculture der 1960er Jahre lassen sich als kritische Gegenreaktionen auf die Unbefriedigtheit dieses Sinnes- und Affektmangels der bürgerlichen Kultur und der angestellten Kultur interpretieren.
Die Forcierung ästhetischer Praktiken auf der Produktions- und der Rezeptionsseite, wie sie das Kreativitätspositiv betreibt, bedeutet nun nichts anderes als eine Antwort auf die Entästhetisierung der rationalistischen Moderne. In verschiedener Weise werden nun in den Lebensführungsmustern Orte für die Verfertigung und das Empfinden ästhetischer Wahrnehmungen geschaffen. Die kreative Tätigkeit, die sich auf die Arbeit und den Beruf bezieht, aber auch die Gestaltung des privaten Umfeldes, des gesamten Lebensstils, verheißt einen mit der Arbeit am Neuen verbundenen Enthusiasmus, ebenso wie das befriedigende Gefühl, ein scheinbar souveränes Subjekt zu sein. Und das ästhetische Erleben, das heißt die sinnliche Erfahrung, verspricht eine Freiheit von der Notwendigkeit. Es bezieht sich auf Gegenstände des Alltags, ebenso wie auf Kunstwerke, die Natur, urbane Umgebungen, das Erleben des eigenen Körpers oder das anderer Menschen. Während die ästhetischen Gegenkulturen von der Romantik bis zur Counterculture diese Entgrenzung ästhetischer Praktiken in die Lebensform hinein zunächst subkulturell proklamiert hatten, findet im Zuge der Kreativästhetisierung eine solche institutionell verankert tatsächlich statt, wenn auch natürlich in anderer, neuer, manche würden auch sagen pervertierter Form. Das Kreativitätsdispositiv bildet damit insgesamt eine Affektkultur besonderer Art. Es setzt nämlich ausschließlich auf positive Affektivität. Das Kreativitätsdispositiv versucht, die Affekte auf die scheinbar unbeschränkte Positivität des Gestaltens, Erlebens, Bewunderns und Anregens, des Könnens und Dürfens auszurichten, sodass sich auch die Frage stellt, wo bleiben denn dann die negativen Affekte? Wenn sich die Genese des Kreativitätsdispositivs damit als Reaktionsmuster auf den Motivationsmangel der klassischen Moderne verstehen lässt, so sind damit die Bedingungsfaktoren einer Durchsetzung jedoch nur zur Hälfte begriffen. Unverzichtbar für die Durchsetzung des Dispositivs waren und sind nämlich bestimmte strukturelle Rahmenbedingungen. Und die beiden wichtigsten, hatte ich vorhin kurz erwähnt, die Ästhetisierung und die Ökonomisierung des Sozialen stützen sich gegenseitig. Das Gleiche gilt für Ästhetisierung und Medialisierung. Sie tun dies aufgrund bestimmter struktureller Homologien. Auf diese beiden Punkte gehe ich jetzt noch etwas näher ein. Die gesellschaftliche Moderne hat in mehreren historischen Schüben bekanntlich große Teile der sozialen Praxis auf Marktstrukturen umgestellt. Der Markt als Form des Sozialen manifestiert sich im Tausch zwischen Anbieter und Konsument, dessen Verlauf das Objekt den Besitzer wechselt und dafür eine Gegenleistung erbracht wird. Der Markt wird damit auf seine Weise antitraditionalistisch. Er verlangt nach ergebnisoffenen Entscheidungen des Konsumenten und nach einer offenen Konkurrenz zwischen Objekten. Viele Indikatoren sprechen nun dafür, und das ist häufig bemerkt worden, dass die Erosion der organisierten Moderne in den 1980er Jahren mit einem neuen Schub der Diffusion und der gezielten politischen Förderung von Marktvergesellschaftung zusammenfällt. Diese Ökonomisierung des Sozialen findet diesseits und jenseits der Ökonomie im engeren Sinne statt, also auch etwa in der Sozialpolitik, Wissenschaft und so weiter. Es stellt sich nun jedoch besagte strukturelle Homologie zwischen der sozialen Form des Marktes und der Ästhetisierung im Sinne des Kreativitätsdispositivs heraus. Über eine bloße Tauschrelation hinaus bedeutet Vermarktlichung nämlich grundsätzlich, dass sich die soziale Position eines Publikums ausbildet, das eine Haltung der interessierten Zuwendung zu Objekten entwickelt, die um seine Aufmerksamkeit buhlen. Anders formuliert, im Zentrum beider Formen des Sozialen, also der ökonomisierten und der ästhetisierten, befinden sich produzierte Objekte, die sich vor einem interessierten Publikum präsentieren und dessen Aufmerksamkeit zu gewinnen versuchen. Des Weiteren forciert die kapitalistische Version der Marktvergesellschaftung ihr spezifisches soziales Regime des Neuen, so wie dies auch für die Ästhetisierung gilt. Im Kreativitätsdispositiv findet damit eine Verkopplung von Vermarktlichung und Ästhetisierung statt, die einander gegenseitig stützen. Die Waren interessieren primär als ästhetische Objekte, das Regime des Neuen wird zu einem Regime der ästhetischen Innovation. Die technische Medialisierung des Sozialen wirkt als eine zweite Rahmenbedingung, die eine Ausbreitung des Kreativitätsdispositivs erleichtert. Die soziale Praxis der modernen Gesellschaft ist schon seit der frühen Neuzeit durch das Wachstum neuer Medientechnologien geprägt, vom Buchdruck bis zu den digitalen Medien. Die Digitalisierung seit den 90er Jahren ist der letzte, bisher radikalste Schub der Medialisierung, mit dem diese nun erstmals in die Alltagspraxis in ihrer Gesamtheit eindringt. Für die Entwicklung des Kreativitätsdispositivs erweist es sich nun als in hohem Maße förderlich, dass die Medialisierung die technologischen Voraussetzungen für ihre eigene Version eines sozialen Regimes des Neuen liefert und dies mit der Digitalisierung in besonderem Maße.
Entscheidend hierfür ist, dass die Medialisierung technische Mittel für eine zeitlich sequentielle Produktion von Texten, Bildern usw. bereitstellt. Das gilt schon für das periodische Erscheinen von Zeitungen und die Sequenz von Fernsehsendungen, und dies gilt nun für die Aktualisierung von Blogs oder anderer Internetformate. Jeder neue Bild- oder Textkomplex erhebt dabei gegenüber dem zeitlich vorangegangenen den Anspruch, Redundanz zu durchbrechen und eine neuartige Kommunikations- oder Warnungseffekte zu bieten. Die Medialisierung hat also, mit Niklas Luhmann gesprochen, also seinem Büchlein über die Massenmedien, eine systematische Präferenz für das Neue, und das nun mit der Digitalisierung allgegenwärtig wird. Zwischen Medialisierung und Ästhetisierung findet damit ebenso eine gegenseitige Förderung statt wie zwischen Ökonomisierung und Ästhetisierung. Denn das, was in den Medien verhandelt wird, sind immer weniger Informationen als sinnlich-affektive Reize. Und gerade diese motivieren den Nutzer immer wieder, sich ins Netzwerk medialer Apparaturen zu begeben. Also, im Kreativitätsdispositiv verzahnen sich Ästhetisierung, Ökonomisierung und Medialisierung und stützen einander. Dies können sie, da sie alle drei im Rahmen der westlichen Moderne auf einer Produzenten-Publikumsrelation und einer Novitätsorientierung aufbauen. Das heißt, es ist mir durchaus wichtig, jetzt nicht die Ästhetisierung einfach aus der Ökonomisierung abzuleiten, wie das ja manche Kollegen vielleicht machen würden, sondern sich schon hier davon zu sprechen, hier sind drei Tendenzen, die einander jetzt aber gegenseitig stärken. Erst in dieser Verzahnung ist eine flächendeckende Ästhetisierung wie eine motivierte Ökonomisierung und Medialisierung denkbar. Was bedeutet das Kreativitätsdispositiv nun jedoch für uns? Was sind seine Folgen und auch problematischen Konsequenzen? Und ich komme damit jetzt zum letzten Teil. Seitdem ästhetisch orientierte Lebensformen erstmals im Umkreis der Romantik entstanden, waren sie einer heftigen philosophischen und politischen Kritik ausgesetzt. Diese Kritik an einer ästhetizistischen Gegenkultur wurzelte im Wesentlichen in den Moralansprüchen der lange dominanten Lebensform des Bürgertums. Bezogen auf die kreative Lebensführung der Spätmoderne, die sich an das Kreativitätsdispositiv anschließt, hat eine solche Kritik jedoch offenbar keinen Ort mehr. Denn der Antagonismus zwischen Bürgertum und Gegenkulturen hat sich in der Lebensform des Kreativen aufgelöst. In der bürgerlichen und organisierten Moderne versprach eine bürgerliche Lebensführung soziale Anerkennung und Inklusion, litt jedoch unter dem Affektmangel, der sich aus Moralisierung und Versachlichung ergab. Während die ästhetischen Gegenkulturen motivationale Befriedigung durch expressive Tätigkeit und einen ästhetischen Lebensstil in Aussicht stellten, aber umgekehrt soziale Exklusion und Diskreditierung in Kauf nehmen mussten. Im Falle der kreativ-ästhetischen Lebensführung der Spätmoderne ist an die Stelle des Dualismus von Bürgerlichkeit und Gegenkultur nun jedoch die Synthese des bisher Unvereinbaren getreten, die beides zu versprechen scheint. Die affektive Befriedigung, die sich aus kreativer Tätigkeit und ästhetischem Erleben ergeben soll, und die soziale Anerkennung und Inklusion, die nun ein Subjekt erfährt, das dem eine solche Lebensführung gelingt. Dass die kreative Lebensführung allerdings nicht widerspruchsfrei ist, sondern Dissonanzerfahrungen und neue Mangelzustände produziert, lässt sich seit den 1990er Jahren sowohl an verbreiteten Kritiken als auch an psychischen Symptomen ablesen. Dahinter verbergen sich vier Strukturprobleme einer an Kreativität orientierten Kultur, auf die ich abschließend eingehen möchte. Erstens, der Leistungszwang der Kreativität. Im Rahmen des Kreativitätsdispositivs ist kreatives Handeln keine glückliche Gelegenheit oder zufällige Episode. Jenseits von zufälligen Ereignissen wird Kreativität sozial als eine Leistung zurechenbar, die der Einzelne erbringt und zu erbringen hat. Aus der Universalisierung des Kreativen, jeder ist kreativ, folgt dann jedoch eine neue soziale Differenzmarkierung, nämlich zwischen dem kreativen und den nicht kreativen Akten und den nicht kreativen Individuen. Anders als eine soziale Erwartung, die auf ein identisches, wiederholtes Verhalten bezogen ist, hantiert die Norm der Abweichung, Marion von Osten gesprochen, zwangsläufig mit dem Komparativ. Kreativität setzt als Hintergrundfolie jene voraus, die nicht abweichen und als Konformisten gelten. Wenn das Erbringen kreativer Leistungen soziale Inklusion sichert, dann führt ein diesbezügliches Leistungsdefizit entsprechend zur sozialen Herabstufung und Marginalisierung. Das Individuum muss die Verantwortung dafür übernehmen, dass es sein kreatives Potenzial nur ungenügend genutzt oder realisiert hat.
Das Nicht-Kreative als das kulturelle Außen der kreativen Lebensführung bleibt nur als ein negativer Rest übrig. Ein Ort des Versagens, von dem aus keine konstruktive Distanzierung möglich scheint. Ein Scheitern kann somit die personale Identität selbst stärker beschädigen, als dies soziale Erwartungen sonst vermöchten. Zweitens, Diskrepanzen zwischen kreativer Leistung und Kreativerfolg. Wie wir gesehen haben, ist im Rahmen des Kreativitätsdispositivs jede kreative Tätigkeit auf ein Publikum im weitesten Sinne bezogen, das diese erst als neuartig, interessant und originell zertifiziert. Im Idealfall entspricht eine aus der Sicht des Produzenten gelungene kreative Praxis der entsprechenden Wahrnehmung des Publikums. Die sozialen Kriterien Leistung und Erfolg sind jedoch nicht identisch. Das Kriterium Leistung misst eine Tätigkeit normativ anhand von Kompetenz und Gelungenheit. Erfolg bezieht sich hingegen auf die normative Kraft des Faktischen. Erfolgreich ist eine Tätigkeit, wenn sie faktisch zu sozialem Prestigegewinn führt. Ich lehne mich hier eine Unterscheidung von Sieghard Neckel an. Und dieses Missverhältnis ist nun jedoch im Kreativitätsdispositiv systematisch angelegt. Denn kreative Leistungen können mit sozialem Erfolg korrespondieren, müssen es jedoch nicht, da das Publikum als Zertifizierungsinstanz unberechenbar bleibt. Die eigentliche Ursache für die Ungleichheit der Honorierung kreativer Leistungen durch die Rezipienten ist in sozialen Grundstrukturen der Aufmerksamkeit zu suchen. Die Ungleichheit wird durch die prinzipielle Begrenztheit der Aufmerksamkeit des Publikums im Angesicht eines Übermaßes von kreativen Akten produziert, die um seine Gunst wetteifern. Die Aufmerksamkeit kann sich eben nicht auf alles und jeden richten, nicht auf jedes Designobjekt, jeden Fernsehmoderator, jedes liebes- oder freundschaftsbedürftige Subjekt oder jeden Blogger. Das Kreativitätsdispositiv produziert damit seine eigene Version von Erfahrung sozialer Ungerechtigkeit, die man auf den Nenner bringen kann, nicht sichert mehr Kreativerfolg als bisheriger Kreativerfolg, dessen Entstehung in der Regel von Zufällen in der Aufmerksamkeitsökonomie abhängt. Das scheint mir ganz zentral zu sein, dass sich hier wirklich ganz neue auch Ungerechtigkeitsprobleme ergeben, eben in dieser Aufmerksamkeitssituation, die aber gar nicht einfach zu lösen sind. Denn wie ist die Ungleichheit des Stiftens von Aufmerksamkeit, wie lässt sich dem begegnen? Das lässt sich nicht wirklich steuern und lässt sich nicht wirklich regulieren. Drittens, Aufmerksamkeitszerstreuungen. Ein dritter Komplex von Dissonanzerfahrungen betrifft die Rezeption des ästhetisch Neuen durch das Publikum. Das Kreativitätsdispositiv und die kreative Lebensführung beruhen auf der Annahme, dass im Konsum von ästhetischen Innovationen, Kunstevents, Medienangeboten oder urbanen Erfahrungen die Nutzer aus ihrem sinnlich-emotionalen Erleben die gewünschte Befriedigung ziehen. Nun finden sich jedoch Indizien dafür, dass aufgrund der exponentiellen Zunahme der um Aufmerksamkeit werbenden Neuheiten das Risiko des Misslingens und der Enttäuschung der Rezeption wächst. Angesichts eines Reizüberflusses, das ist allerdings auch ein klassisches Thema in der Soziologie seit Georg Simmel ja schon, droht die subjektive Aufmerksamkeit, sich vom Strom der Reize abhängig zu machen und die Fähigkeit zur aktiven Konzentration von Aufmerksamkeit entsprechend zu schrumpfen. Ein ökonomisches, künstlerisches, mediales und urbanes Dispositiv, das systematisch eine große Anzahl von sensationellen, in Anführungszeichen, Ereignissen produziert, also jetzt auch mit diesem Begriff Sensus da drin, also des Sinnlichen, die ein überraschtes Aufmerken im Rezipientensubjekt bewirken wollen, riskiert damit eine Störung der Aufmerksamkeitsbalance zugunsten der Zerstreuung und zu Ungunsten der Konzentration. Dafür scheinen zwei Faktoren verantwortlich. Die Verkürzung der Aufmerksamkeitsspanne, die dem einzelnen Ereignis im Angesicht der herandrängenden neuen Ereignisse gewidmet wird, und eine Entwertung der Präsenz des gegenwärtigen Moments zugunsten zukünftiger, in ihrem Neuigkeits- und Überraschungswert vermeintlich, eventuell, überlegener Ereignisse. Das Kreativitätsdispositiv hält hier gewissermaßen eine widersprüchliche Unbefriedigtheit bereit. Der Eindruck, dass es zugleich zu viel und zu wenig Neues gibt. Das empfundene Übermaß an ästhetischen Wahrnehmungsofferten kann als Überforderung erlebt werden. Zu viel Neues. Zugleich kann sich der Eindruck festsetzen, dass im Meer des vermeintlich Neuartigen nichts wirklich Neues und Originelles, also nichts wirklich Kreatives mehr vorkommt. Und viertens, letztens, Ästhetisierungsüberdehnungen. Schließlich eine vierte problematische Konsequenz. Im Rahmen des Kreativitätsdispositivs neigt der Prozess der Ästhetisierung dazu, sich unkontrolliert in unterschiedlichste soziale Felder hinein auszudehnen.
Angesichts dieser Entgrenzung des Ästhetischen in vormals nicht ästhetische Komplexe hinein kann das Bedrohungsszenario der klassischen Moderne auf den Kopf gestellt werden. Während dort das Ästhetische potenziell immer wieder einer Kolonialisierung durch Prozesse der Rationalisierung ausgesetzt war, das war ja auch ein häufiger Gegenstand von Kulturkritik, stellt sich im Rahmen des Kreativitätsdispositivs die Frage, wiefern eine Kolonialisierung des Nicht-Ästhetischen stattzufinden droht. Soziologisch kann man in mehreren Feldern möglicherweise das ausmachen, was ich Ästhetisierungsüberdehnungen nennen würde. Beispielhaft sind die Ästhetisierungstendenzen in den Massenmedien, den persönlichen Beziehungen und in der Politik. In den Massenmedien ist eine Tendenz zu beobachten, dass mediale Formate, die zuvor primär kognitiv, also ausgerichtet waren und der Information dienten, sich zunehmend an der Erwartung orientieren, rasch wechselnde perzeptiv-affektive Reize zu liefern. Im Bereich persönlicher Beziehungen lässt sich eine Ästhetisierung des Privaten feststellen. Eine Reihe von Autoren, wie schon die erwähnte Eva Illus, haben herausgearbeitet, in welchem Maße sich das Knüpfen und Aufrechterhalten von Partnerschafts- und Freundschaftsbeziehungen zunehmend vom Kriterium leiten lässt, inwiefern diese Beziehungen eine individuelle Self-Creation und eine gemeinsame Konsumfreizeit ermöglichen. Im Feld des Politischen schließlich sind Ansätze dessen wahrnehmbar, was Colin Crouch eine postdemokratische Konstellation nennt, zu der vor allem eine ästhetisch orientierte Personalisierung der Politik und eine Identifizierung der politischen Kommunikation beitragen. Kommen wir damit zum Schluss. Die spätmoderne Gesellschaft im Westen, wie auch zunehmend auf globaler Ebene, ist in einem bisher noch kaum vollständig begriffenen Maße durch ein Dispositiv der Kreativität strukturiert, durch ein allgegenwärtiges Regime des ästhetisch Neuen, das die sozialen Felder, Milieus und Identitäten durchdringt. Die Strukturen und Verheißungen einer ästhetischen Praxis, die um 1800 allein für Kunst und Künstler galten, haben damit eine gesamtgesellschaftliche Prägekraft erhalten. Nicht zuletzt dadurch, dass sie sich mit Ökonomisierungs- und Medialisierungsprozessen verbunden und verbündet haben. Trotz aller Verheißungen und Chancen, die das Kreativitätsdispositiv zweifellos bietet und die ich auch keinesfalls abschätzig beurteilen möchte, bringt es zugleich systematisch neue Unbefriedigtheiten und Mängel hervor. Die Anschlussfrage lautet natürlich, haben wir Alternativen? Gibt es andere Formen der Kreativität oder auch andere Formen der Ästhetisierung oder der Sozialität außerhalb der Strukturen des Kreativitätsdispositivs? Diese Anschlussfrage stellt sich letztlich uns allen gemeinsam. Dankeschön. Ja, Ping. Das war nicht ganz so schnell wie der Vortrag von Dietrich Dietrichsen, aber ich würde meinen, wir haben das Maximum an Informationen und Thesen gehört, was so in 45 Minuten möglich ist. Und ich vermute, es geht Ihnen wie mir, dass man es eigentlich gern kurz mal sacken lassen würde. Deswegen rede ich jetzt auch vielleicht etwas langsamer und würde, wenn Sie gestatten, vielleicht nochmal in drei Punkten nachhaken und Sie bereiten sich schon mal innerlich auf Ihre Fragen oder auch, es muss gar keine Frage sein, es kann auch eine eigene Position sein, das ist in der Böll-Stiftung sehr gefragt, eigene Meinung. Brauchen Sie einen Stift? Ja. Dann habe ich keinen mehr. Aber Sie kriegen ihn, ich komme ohne Stift aus. Also, ich würde gerne nochmal diese drei, einen kleinen Zwischenapplaus für den Kuli, herzlichen Dank. Ich würde gerne, wenn ich darf, nochmal kurz auf diese drei Felder schauen, die Sie ja jetzt auch so ein bisschen durchschritten haben, nämlich erstens nochmal sozusagen der Künstler das, als Prototyp und Urfigur des ästhetischen Kapitalismus. Dann vielleicht nochmal, das ist für uns hier sehr wichtig, nochmal die politische Frage nach der Kategorie des Kreativen in Relation zu Selbstbestimmung, eine Idee von Emanzipation und dann vielleicht nochmal abschließend
ein Blick auf das ökonomische Feld und inwieweit da eigentlich tatsächlich überhaupt Kreativität wirklich gefragt ist. Eine Frage nochmal zum Künstler. Ich fange jetzt doch mit der Frage mal an. Wir hatten uns kurz vorher drüber unterhalten. Wie passt eigentlich in Ihre Figur des Künstlers oder der Künstlerin die Tatsache, dass sich ja schon seit Jahrzehnten eigentlich gerade in der avantgardistischen Kunst beobachten lässt, eine Abwendung von dieser Idee der Kreativität, eigentlich sogar eine aggressive Abwendung von dieser Hippie-Idee, kreativ zu sein, die ja nur im Silicon Valley Kapitalismus enden kann. Mir bleibt hängen Jan Müller, Bassist der Gruppe Tokotronic in der letzten Specs. Die Hippies sind an der ganzen neoliberalen Scheiße schuld. So. Und das können wir ja ernsthafter beobachten in der seriellen Musik, in der modernen Musik. Wir können es beobachten, im letzten Vortrag mit Westbam ja gesprochen, in der elektronischen Musik, die ja ganz stark auf seriellen Momenten beruht, auch auf Wiederholung und gar nicht auf Innovation, zumindest vordergründig. Frage, deutet sich da ein Auszug der kreativen Avantgarde an aus diesem Paradigma der Kreativität, eine Abwendung, oder ist es eine Illusion, weil man in Wahrheit immer in der Falle bleiben wird? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich hoffe erstmal, es war Ihnen nicht zu viel. Es klang jetzt gerade fast so, als ob ich es hier ein bisschen überfordert habe mit Thesen. Also ich habe natürlich versucht, sehr viel reinzupacken, aber ich denke, die Sache ist auch relativ komplex. Also erstmal die Strukturen des Ganzen, dann die Ursachen und dann eben auch die möglichen Folgen. Aber Sie haben ja gleich auch nochmal Möglichkeiten nachzufragen, wenn da einiges nicht klar geworden sein sollte. Zunächst mal jetzt zu Ihrer Frage, was die Kunst angeht, was das Kunstfeld angeht. Also zunächst mal, um das nochmal zu sagen, das ist ja tatsächlich meine These, dass hier das Kunstfeld gewissermaßen so eine Art Blaupause darstellt für die Entwicklung, für eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Also ich weiß jetzt nicht, einige von Ihnen sind ja vielleicht auch im Bereich Soziologie unterwegs. Also ein Autor, der ja, oder ein Autorenpaar, die eine durchaus verwandte These hier mal aufgestellt haben, Bultanski-Schiapello mit dem neuen Geist des Kapitalismus. Das ist, was ich sage, verwandt mit dem. Es geht jetzt aber nochmal in eine etwas andere Richtung, weil mich ja nicht nur diese Gegenkulturen interessieren, sondern gerade das Feld der Kunst. Ne? Also das ist ein institutionelles Feld, das eben ja eine bestimmte Struktur erstmal erlangt, das ganz ungewöhnlich für die Moderne ist. Nicht? Also nicht? Diese Kreateure, das Publikum, die ästhetischen Objekte und insofern auch eine Nische innerhalb der Moderne darstellt. Und jetzt aber im Laufe des 20. Jahrhunderts ja immer mehr so eine Art Vorbildfunktion gewonnen hat. Die Frage ist jetzt natürlich, was bedeutet das für die Kunst, also für das soziale Feld der Kunst? Man könnte sagen, einerseits hat die Kunst sich gewissermaßen auf eine Weise zu Tode gesiegt, die sie ja gar nicht intendierte, dass sie nämlich als soziales Feld vorbildhaft erschien oder erscheint und also mitstrukturiert. Aber gleichzeitig bedeutet das natürlich auch gerade von Anfang an innerhalb des Feldes der sozialen Kunst gewisse Gegentendenzen. Darauf haben Sie ja gerade hingewiesen. Jetzt muss man aber natürlich sagen, dass das ja eigentlich, also wenn wir jetzt wirklich auf das Kunstfeld näher eingehen wollen, ja schon seit den Avantgarden, seit Beginn des 20. Jahrhunderts, gibt es da ja Kritiken auch am Kreativitätsmythos. Das gibt es ja schon bei den Surrealisten, bei den Dadaisten, dann später bei Duchamp und so weiter. Also es wird ja der Kreativitätsmythos wird aufs Korn genommen, also wenn Sie da an Duchamps Urinal und so weiter denken. Aber gleichzeitig würde ich nun sagen, dass die Konsequenz dieser Intention, Kreativitätsmythos in die Zange zu nehmen, eigentlich ist das auch im Kunstfeld selbst im Grunde diese Orientierung am Neuen nur sich weiter ausdehnen und immer weiter sich liberalisiert. Also was als neu zählt, ist gewissermaßen noch offener geworden. Also auch die kleinen Abweichungen zählen schon als neu. Auch das, was Sie jetzt nannten wie serielle Kunst beispielsweise, klar, einerseits könnte man sagen, da setzt man ja gerade auf Wiederholung und nicht auf das Neue, aber diese Künstler markieren damit ja auch ihren speziellen Stil im Kunstfeld. Also
ob das jetzt Duchamp war oder ob das John Cage mit seiner Musik war, also oder wenn Sie jetzt an andere Künstler denken, die immer wieder das gleiche Thema wiederholen, trotzdem markieren Sie ja eine spezielle Identität im Kunstfeld, die sich von anderen unterscheidet, und Sie partizipieren damit in diesem Differenzspiel. Also ein gutes Beispiel ist, auch wenn wir hier in Berlin sind, René Polish, nicht? Und seine Stücke in der Volksbühne. Weil Polish ist ja sehr interessant, weil er ja sehr kritisch, selbstkritisch auch, könnte man sagen, diese Mythen des Kreativitätsdispositivs aufs Korn nimmt, die Autorfunktion, die Publikumsfunktion und so weiter. Das macht er ja sehr gut, und das ist, denke ich, auch sehr typisch für diesen kritische Wende innerhalb der Kunst. Gleichzeitig partizipiert er natürlich am Kreativitätsdispositiv. Also er ist Objekt von Rezensionen, diese Marke Polish ist bekannt, also er ist in diesem System drin, gleichzeitig wendet er sich aber auch kritisch davon ab. Das würde ich jetzt aber nicht irgendwie kritisieren wollen, sondern ich meine nur dieses Drinsein und trotzdem eine kritische Funktion übernehmen, ist in vieler Hinsicht der typisch für das gegenwärtige Aber darf ich da nochmal nachhaken, weil also dieser Verweis auf das Differenz Begehren leuchtet mir ein, nur es scheint ja eine Form von Differenz zu geben, die gerade überhaupt nicht auf dem Neuen basiert. Und das passt ja nicht ganz zu diesem Ausgangspunkt, in der sich alles um das Neue dreht. Ja, also ich würde schon sagen, dass die Differenz, also im Kunstfeld ja nur funktioniert, wenn da irgendwie eine neue Position markiert wird. Also irgendwas muss anders sein als das, was bisher da war, sonst wird es ja gar nicht wahrnehmbar, sonst verschwimmt es ja in dem Meer dessen, was bisher schon da ist. Aber ist es wirklich so? Nehmen wir Polish. Ja. 1992 dachte ich, Polish in der Tat, also die Initialzündung war die, dass man dachte, da ist was Neues. Aber jetzt ist doch der Erfolg, auch der Rezeptionserfolg, eher so ein bisschen wie einer meiner Lieblingsbanden, nämlich den Ramones, der, dass er dranbleibt, auch wenn es gerade nicht neu ist, zumindest in der ästhetischen Konfiguration, okay. Und zwar seit 20 Jahren. Ja, das stimmt, aber jetzt ist natürlich die Frage, worauf Sie das Neue beziehen. Es kann da ja unterschiedliche Konstellationen geben, also entweder jedes Werk, ne, oder jedes Kunstwerk hat immer nochmal einen Anspruch, ganz anders zu sein, aber häufiger ist ja eher der Fall, man entwickelt einmal einen Stil, der ist am Anfang neu und dann revolutioniert der Künstler den. Das ist ja im Modebereich genauso. Man erkennt dann ja den Modestil von XY, so wie man den Kunststil von XY erkennt, aber damit ist diese gesamte Figur natürlich zunächst mal war sie neu und dann entwickelt sie vielleicht am Ende so eine Art Klassikerstatus sogar, dass man sich immer wieder auf sie bezieht. Also insofern, da kann es nochmal unterschiedliche Konstellationen auch des Neuen geben. Ne? Also es geht ja dann am Ende auch um so eine Wiedererkennbarkeit, anfangs neu und dann weiß man, worauf man sich einlässt und dann wird es gewissermaßen immer weiter reproduziert. Aber das wäre doch schon entgegen dieser These von der hohldrehenden ästhetischen Selbstrevolution jeden Tag. Was interessiert mich das iPhone 5? Ich habe gar nicht kapiert, wie es funktioniert. Mich interessiert nur noch das 6. Das würde doch da eigentlich, dieses Klassiker-Moment würde doch eigentlich eher wieder eine Verlangsamungs- ja. Das würde ich auch sagen. Also ich gehe da ja im Buch auch darauf ein, dass das natürlich auch so ein, sagen wir mal, auch eine Reaktion, könnte man sagen, des Kunstfeldes auf diese Originalitätsorientierung der Moderne ist, dass sie ja dann doch, also bestimmte Elemente verschwinden sofort wieder, man vergisst sie, niemand hat sich darauf bezogen, andere dagegen, man referiert immer wieder auf sie, aber gerade die Klassiker werden ja deshalb zu Klassikern, weil sie zu Anfang einmal als originell galten. Sie haben erstmal einen Schub geliefert, eine Transformation geliefert und dann gewissermaßen, weil das anerkannt wird, können sie zum Klassiker werden. Aber Sie haben recht, da ist natürlich in diese Klassikerfunktion so eine gewisse gegenläufige Tendenz zum Neuen, also das ehemals Neue, das dann aber eigentlich zum allgemein Anerkannten und Wertvollen wird. Das vielleicht als kleiner Werbeblock, weil ich das jetzt nicht weiter vertiefen werde. Mein Kollege Stefan Depping und ich haben vor, unter dem Buchstaben R nochmal was zur Retro-Gesellschaft zu machen. Das ist ja auch so ein Schlagwort. Ja, also eine sehr retrospektive Kultur,
Und das steht ja in einem interessanten Verhältnis, wie auch immer, jetzt zu dem Kreativitätsparadigma, das wir da vielleicht ja auch nochmal vertiefen. Wobei ich sagen würde, also Retro ist ja nicht einfach Wiederholung des Alten. Das ist ja eigentlich eine Neukontextuierung des Alten im Gegenwärtigen. Und dadurch ist es natürlich auch wieder etwas neu. Also man muss, ich meine, was ich, wie ich ja sage, neu ist ja auch eine Kategorie, die abhängt von Beobachtungsschemata. Es ist nicht etwas einfach da neu, sondern es ist die Frage, wie wird es eigentlich wahrgenommen von den Betrachtern im Feld. Okay, vielleicht noch mal ganz kurz zur Politik. Also ich habe vorhin schon mal die Figur des Hippies etwas despektierlich aufgerufen, aber jetzt mal etwas konstruktiver. So eine Idee von Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung, Emanzipation hatte ja zumindest implizit immer eine Idee von Kreativität. Und ich habe jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal überlegt, ob wir uns das eigentlich gefallen lassen sollten, dass wir im Zuge dieses Foucault-Mainstreams, den ich Ihnen, haben wir auch kurz schon gesprochen, gar nicht unterstellen will, aber wo es ja einen enormen Sog gibt, zumindest in der linken Theorie, ob wir das eigentlich hinnehmen sollten, dass uns diese ganzen Begriffe enteignet werden. Ja? Also Freiheit ist ganz schwierig, Kreativität ist ultra schwierig, oder ob man nicht eigentlich hingehen sollte und mal überlegen, was so ein normativer Kern dieser Begriffe sein könnte, den wir gerne verteidigen wollen. Ja. Also ich würde das mal nennen, eine Wiederaneignung des Kreativitätsbegriffs, denn es gibt auch möglicherweise gute Gründe, diesen Kreativitätsbegriff sozusagen nochmal vielleicht auch gegen seine Faktizität in Stellung zu bringen. Zum Beispiel, dass man sagt, also warum, woher rührt dieses Begehren? Vielleicht ja daher, dass wir uns gerne entscheiden möchten für eine bestimmte Lebensform und sie nicht einfach übergestülpt kriegen. Also ein Raum von Möglichkeiten, ja, spekulativer Realismus. Welche Möglichkeiten zu leben haben wir eigentlich? Was ja dann auch eine ganz andere Form von Aneignung enthält. So. Ja. Also Frage, welche Chance sehen Sie denn gegen Foucault oder zumindest gegen diesen radikalisierten Foucault, der sagt, das wird alles immer schlimmer. Nochmal so eine emanzipatorische Idee von Kreativität zu artikulieren und vielleicht auch geradezu einzufordern, mit Blick auf all die Lebenslagen in der Arbeitswelt insbesondere, wo wir sagen würden, da gibt es nach wie vor ein Maß an Entfremdung, hätte Marx vielleicht gesagt, dass wir so nicht hinnehmen wollen. Erstmal bin ich ja als Soziologe weniger für die Lösung als für die Probleme zuständig. Ja, das sagen Sie, aber das können wir nicht akzeptieren. Doch, das können Sie sofort akzeptieren, aber damit ist ja Ihre Rolle auch mitbestimmt, nämlich als diejenigen, die mit diesen Analysen umgehen und dann eben etwas Produktives vielleicht daraus machen, auch etwas Alternatives. Das war ja auch mein letzter Satz in dem Vortrag, war ja ernst gemeint, dass diese Anschlussfragen wir uns gemeinsam stellen sollen, also die kann ich nicht für Sie stellen. Aber zunächst einmal denke ich, also was diese Enteignung der Kreativität angeht, das ist ja, würde ich erst einmal sagen, keine Enteignung durch die Theorie, sondern durch die gesellschaftliche Realität. Und das, dafür würde ich jetzt auch gerne so eine Sensibilität entwickeln wollen, dass eben diese alten oder diese einfachen Fronten halt nicht mehr stimmen. Also diese einfache Front, die eben mal war, hier eben die bürgerliche Gesellschaft, organisierte Moderne, die reproduktiv ist und versachlichend und entemotionalisieren und entsinnlichen und da eben die Gegenkulturen, ne? Und die dann eben das ganz andere personifizieren seit der Romantik. Und jetzt aber haben wir eigentlich diese Symbiose aus beidem, eine Symbiose, die ja auch nicht nur negativ ist. Also
Auch mein Buch wurde teilweise ja so gelesen, als ob ich nur dagegen wäre. Das ist aber nicht so. Also wenn Sie jetzt eine Bewertung von mir haben wollen, würde ich sagen, dass natürlich, also ich habe auch dieser Affektmangel in der klassischen Moderne, der war real. Und auch die Transformation der Moderne in Richtung der Spätmoderne mit der Kreativästhetisierung ist in vieler Hinsicht auch eine Antwort auf diese Probleme. Nur mit dieser Antwort haben wir uns neue Probleme eingehandelt. So, es ist aber trotzdem eine... Wenn Sie das jetzt so normativ haben wollen, eine Stufe weiter. Wir sind eine Stufe weiter oder wir sind ein Schritt weiter. Eine Stufe, würde ich jetzt wieder weg. Ein Schritt weiter, aber es sind jetzt wieder neue Probleme da und diese Ambivalenz der Kreativität wird eben sehr deutlich. Und dafür möchte ich erstmal sensibilisieren, dass man eben nicht mehr so einfach diesen Gegenbegriff in Stellung bringen kann, sondern sieht, dass wir da in einer ambivalenten Situation gefangen sind. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, gibt es Alternativen? Also gibt es alternative Formen von Kreativität? Und das habe ich ja auch im Buch am Ende angedeutet, dass man mein Vorschlag wäre, dass man in zwei Richtungen auch noch mal weiterdenken kann, nämlich einmal, warum überhaupt Kreativität? Also warum eigentlich dieser Lob des Neuen, dieses ständige Verändern, warum ist das eigentlich besser gewissermaßen als der Gegenbegriff wäre ja die Wiederholung, also die Routine. Also warum diese Abwertung der Routine und der Wiederholung, ja auch in der Kultur der Moderne. Und da wäre ja auch darüber nachzudenken. Also ich denke zum Beispiel, wenn wir ein Buch von wie Richard Sennett nehmen über das Handwerk, da geht es ja sehr stark darum, wie auch diese Übung, also die Routine des Immergleichen etwas ist, was ja auch eine bestimmte Form von Befriedigung schaffen kann. Und auch gerade in den kreativen Berufen ist es ja so, dass auch dort die Arbeit zum großen Teil ja auf Übungen, auf Wiederholung, auf Routine beruht. Nur die sind gewissermaßen im Schatten. Also im Licht ist eher die Innovation. Und gerade da könnten wir ja auch vielleicht zu einer Neukonfiguration auch der Bewertungen kommen. Also warum diese Abwertung der Wiederholung der Routine, die ja auch vielleicht in vieler Hinsicht nicht nur legitim ist, sondern auch sogar eigene Motivation enthält. Zweites Element, warum Kreativität vor einem Publikum? Das ist ja das, was ich hier herausgestellt habe, dass in diesem Dispositiv ja immer dieses ästhetisch Neue vor einem Publikum aufgeführt, man könnte sagen performativen Charakter hat. Das war ja auch für das Kunstfeld von Anfang an konstitutiv, Theater und so weiter. Aber da kann man natürlich fragen, warum eigentlich? Also kann man sich nicht auch Kreativität denken, die eben nicht, also ohne Publikum funktioniert, eben gemeinsam in einer Kollaboration von Mitspielern, wenn man so will, von Teilnehmern. Also ein einfaches Beispiel, das ich gerne nehme, Fußball spielen. Also wird Fußball gespielt vor einem Publikum oder spielen mehrere Personen für sich Fußball. Das eine ist eben eine Publikumskonstellation, das andere wäre eben so eine Mitspieler- und Teilnehmerfunktion von Kreativität auch. Da geht es nicht um das besonders Originelle im Vergleich zu dem, was bisher historisch alles schon da war, sondern nur in diesem Moment wird eben etwas kreativ geschaffen. Und das könnte ja natürlich die Frage, wie passt das aber in die ästhetische Ökonomie hinein? Also ist das denkbar auch innerhalb einer ökonomischen Konstellation oder nur in bestimmten alltäglichen Nischen? Das wäre die Frage, die man stellen kann. Nochmal zu Foucault, da könnte man jetzt viel zu sagen, also ich würde mich ja nicht so, also ich bin natürlich von Foucault beeinflusst, würde mich jetzt aber nicht so eindeutig diesem Foucault-Lager zuordnen, gerade weil mir das zu monolithisch ist, also sagen wir mal, wobei ich denke, dass Foucault selbst nicht monolithisch war, sondern dass es eher seine Rezipienten sind, die ihn auf so ein Disziplinierungs- und Rationalisierungsnarrativ eng führen, und das will ich jetzt gerade nicht. Also Ästhetisierung ist bei mir nicht nur eine Produkt des Neoliberalismus, etwas platt gesagt, sondern hat ja durchaus eine eigene Geschichte, auch eine Eigendynamik, die sich jetzt aber natürlich auch mit dem Neoliberalismus verbündet. Aber das ist nicht, monolithisch zu denken. Und damit hat es natürlich auch wieder neue Fissuren, wo man auch politisch ansetzen könnte. Das ist jetzt so ein bisschen in einem Nebensatz gefallen, aber diese Idee, dass man sozusagen Kreativität von dem Gedanken des Publikums entkoppelt. Das ist, finde ich, sehr interessant, wie immer man das weiterdenkt. Ich meine, Sie nannten das im Vortrag vorhin mal Liebe, das fand ich ganz anrührend, weil so würde ich das auch nennen. Also das Bedürfnis, gesehen zu werden. Ja. Und das Bedürfnis auch nach einer bestimmten Form sozialer Anerkennung ist ja noch nicht falsch. Das meint Entkopplung vom Publikum wahrscheinlich nicht, ne? Dass man
es ist so eine Idee, man macht es für sich, aber dass man das durch einen Akt der Kooperation ablöst, eher auch in so einem spielerischen Gedanken. Ist das, ja. Ist das in Ihrem Buch entfaltet, dieser Gedanke? Ich erinnere mich gar nicht. Ja, das ist ganz am Ende. Also okay. Um diese Alternativen ging, da habe ich eben also dieses Jenseits der Publikumsfunktion. Das genau. Habe ich da kurz okay. Angedeutet, ja. Aber es ist eher auch so ein Gesprächsangebot eigentlich. Das ist auch relativ kurz. Also da sollte man und könnte man weiterdenken. Oh. Also da sollten wir unbedingt nochmal weiterreden, entweder heute oder bei einem nächsten Zusammenkunft. Das ist, denke ich, politisch sehr interessant. Letzte Frage von mir für heute. Nochmal kurz das ökonomische Feld. Arbeit, und zwar konkret Arbeitsökonomie. Verstehe ich das richtig, dass Sie eigentlich uns sagen wollen, wir brauchen sowas wie eine Rehabilitierung des Nicht-Kreativarbeiters? Heinz Bude nennt es, glaube ich, den Loyalitätsarbeiter. Ich weiß nicht, ob dieser Begriff hinhaut, ehrlich gesagt, wo ich mir gerade so zuhöre. Aber sozusagen, Bude sagt, wir brauchen eine Rehabilitierung der einfachen Dienstleistung. Und wir müssen diese Skepsis oder vielleicht fast schon Verachtung gegenüber diesen Routinejobs dringend überwinden. Frage, würden Sie dem folgen? Oder ist es vielleicht so, dass wir auch vielleicht noch mal ein bisschen im Anschluss an Marx eigentlich so eine Mischung bräuchten in jedem von uns. Also, dass es eine erwerbsbiografische Mischung geben müsste zwischen in dem Spannungsfeld von Kreativität und Routine in jeder Erwerbsbiografie, was ja relativ weitreichende Konsequenzen hätte, für Arbeitsorganisationen jeglicher Art. Ne? Ja, ich würde Ihnen da im Prinzip auf jeden Fall, ich würde dem Prinzip jedenfalls zustimmen. Also zunächst ist es ja tatsächlich so, dass diese Orientierung am Kreativen, wenn man jetzt den Arbeitsbereich nimmt, könnte man sagen, also einlösbar ist das ja ohnehin nur für eine beschränkte Gruppe. Das ist ja auch dann eine Frage, die häufig kommt, für wen gilt das überhaupt, was ich vorgestellt habe? Es partizipieren ja offenbar nicht alle am Kreativitätsdispositiv, sondern das sind eben bestimmte Berufsbilder, auch besonders qualifizierte Berufe natürlich, die daran partizipieren. Für andere Berufe gilt das nicht. Und man könnte ja sogar sagen, dass damit ja auch eine massive Delegitimierung dieser anderen Berufe stattfindet. Also die nicht kreativen Berufe, also die bloßen Routinetätigkeiten, die ja, wenn man das jetzt nochmal historisch rückdenkt, in der organisierten Moderne, also auch mit einem bestimmten Ethos des Arbeiters oder auch des Angestellten verbunden war, das jetzt aber eigentlich immer mehr in die Defensive gerät, also in die kulturelle Defensive gerät, weil es eben als, nicht kreative Tätigkeit erscheint. Insofern ist die Frage, wie natürlich, ich denke auf jeden Fall ist es eine gesellschaftspolitische Frage, wie man hier ja auch nochmal die Paradigmen neu überlegt, mit denen man eben Arbeit oder Beruf bewertet. Denn einerseits diese Orientierung an der Kreativität, auch mit der ganzen kulturellen und ästhetischen Tradition, die dahinter steckt, würde ich auch jedenfalls sagen, hat normativ etwas für sich. Also gerade die Selbsttransformation, dieser Gedanke der Selbsttransformation, der dahin steckt. Aber gleichzeitig, hatte ich ja vorhin gesagt, diese totale Entwertung, wenn man das radikal denkt, Entwertung der Routine und der Wiederholung. Warum eigentlich? Handelt es sich nicht in der sozialen Praxis, man könnte sagen, immer um ein Changieren zwischen Wiederholung und auch teilweise ja ganz selbstverständlicher Kreativität? Und warum jetzt diese positive Bewertung nur des einen Pols und die Abwertung des anderen, zumal ja in vielen anderen, auch gerade in den kreativen Tätigkeiten, hatte ich ja gerade gesagt, auch sehr viel Routinetätigkeit vorhanden ist. Also man wertet sich ja quasi selbst auch damit ab und die anderen Gruppen natürlich erst recht. Also insofern, aber das ist wahrscheinlich nicht ganz einfach, das hinzubekommen, also jetzt diesen kulturellen Legitimationshorizont in der Gesellschaft wieder so zu verändern, dass eben auch die Routine, die Wiederholung etwas ist, was positiv bewertet wird und das dann
eben die entsprechenden Berufsformen auch gewertschätzt werden. Also dass man natürlich jetzt wieder fragt, ist da nicht auch irgendwo etwas Kreatives enthalten, würde ich auch sofort sagen, aber es geht, also wenn man das jetzt normativ formulieren würde, sicherlich um eine Balance zwischen beiden, also nicht jetzt ein totales, gewissermaßen Rolle rückwärts in die organisierte Moderne und Lob der Routine, das kommen wir auch nicht mehr hin, das erscheint dann nur noch als konformistisch, aber eben vielleicht eher eine, also eine Wertschätzung beider Elemente, also Routine und dem Neuen. Vielen Dank. Meine Damen, meine Herren, Sie hatten genug Zeit, sich vorzubereiten und da hinten geht die erste Hand hoch, bitteschön. Wenn Sie bitte das Mikrofon nehmen würden. Siegfried Zöls von Fördern durch Spielmittel. Ich mache Kreativitätsworkshops und sowas anderes. Und für mich ist doch die Frage, gerade mit Ihren letzten Bemerkungen, die Sie beide gemacht haben, wie weit dieses Verständnis von Kreativität nicht doch sehr, sehr einseitig ist und nur es zuordnet bestimmten Berufsgruppen. Ich sehe das ganz anders. Ich sehe, dass jeder im Grunde kreativ ist. Jeder hat Kreativität, jeder bis zu einem bestimmten Prozentsatz. Deswegen wird er nicht gleich Künstler oder Designer oder was weiß ich. Denken Sie zum Beispiel an die Null-Fehler-Bewegung in Japan, wo gerade die Mitarbeiter der Industrie, die Einzelnen, aufgefordert werden, ihre Mängel in der gesamten Produktion zu sehen und Verbesserungsvorschläge zu machen und ihre Kreativität genau an ihrem Arbeitsplatz zu entwickeln. Und nicht nur Routine, sondern genau das, was gegen Routine ist und über die Routine hinausgeht. Also meine Frage ist im Grunde, ist Ihr Verständnis oder wie Sie jetzt über Kreativität sprechen, nicht doch viel zu flach und einseitig. Entschuldigen Sie, wenn ich so spitze. Ja. Aber ich meine, der Punkt kommt natürlich dann häufig, dass man sagt, also was ich hier darstelle, ist das, geht es jetzt hier um wirkliche Kreativität? Liegt die wirkliche Kreativität nicht ganz woanders? Aber das ist natürlich Teil, ich würde sagen, dieses Kreativitätsspiels. Es ist einem nie etwas kreativ genug. Die wirkliche Kreativität befindet sich immer woanders, dann zum Beispiel jenseits der Ökonomie oder in der Routinetätigkeit oder bei den einfachen Leuten. Ich kann auch nicht definieren, was Kreativität wirklich ist, sondern was mich hier ja interessiert ist, wie Kreativität gesellschaftlich eingesetzt wird, ja, und in einer bestimmten dominanten Form gesellschaftlich eingesetzt wird und dort geformt wird. Das kann natürlich auch bedeuten, dass andere Formen von Kreativität damit gesellschaftlich marginalisiert werden. Da würde ich Ihnen auf jeden Fall zustimmen. Aber die soziologische Perspektive ist ja nicht die philosophische oder die Psychologische. Da gibt es ja auch viele Philosophen oder Psychologen, die sich mit Kreativität beschäftigen, wo es immer ganz grundsätzlich darum geht, was macht also den kreativen Menschen aus. Aber mich interessiert ja hier, inwiefern Kreativität zu einem gewissermaßen zu einem Strukturelement in einer bestimmten gesellschaftlichen Formation wird, die natürlich ihre Schattenseiten hat und vieles andere auch damit vielleicht auch unberechtigterweise marginalisiert. Hallo, Mona Braun, in einer früheren Karriere mal Cluster-Managerin für Kulturindustrie, wie Sie es vorhin auch genannt haben, Kreativindustrie dann tatsächlich. Danke für Ihren Vortrag, der wirklich gut aufgedröselt hat, wo dieses Paradigma und das Dispositiv herkommt. Mich würde jetzt tatsächlich interessieren, wo Ihre Perspektive darauf herkommt. Also Wörter, die mir jetzt aufgefallen sind, waren Leistungszwang, Bedrohungsszenario, Probleme, Kolonialisierung, also Kreativität, das Neue als eine Form von großer Bedrohung. So ist das jetzt bei mir angekommen. Ich finde, dabei wird ausgeblendet, was Kreativität und Innovation, die sich aus kreativen Neuerungen ergeben, tatsächlich auch dem Kapitalismus oder kapitalistischen Strukturen entgegenzusetzen haben. Also das sind ja nicht nur alles marktkonforme und durchökonomisierte Konzepte. Ich werfe jetzt einfach mal ein paar Stichworte nur in den Raum, sowas wie Crowdfunding, Co-Creation, Prosumers, Design Thinking, alle Sorten kreative Methoden,
die tatsächlich auch an der Arbeitswelt und an der Gesellschaft ansetzen und zusehen, wie können wir für die Zukunft neue Modelle für die Gesellschaft entwickeln. Also die Frage, um noch mal kurz das abzuschließen, woher kommt Ihre negative Perspektive auf Kreativität? Ja. Herr Reckwitz, ich würde vorschlagen, dass wir ein bisschen sammeln kurz, weil es waren relativ viele Wortmeldungen. Sie haben einen Stift, sodass ich gerne hier vorne noch 2, 3 Stimmen dazu nehmen würde. Ja, Henry Schmidt, Musiker. Das Dispositiv, was Sie präsentiert haben, speist sich, glaube ich, aus einem Mythos der Kreativität. Ja? Und dieser Mythos, würde ich sagen, basiert eben nicht auf dem Neuen, sondern auf dem Ereignis. Also das in der künstlerischen Wahrnehmung die Leute von etwas so ergriffen waren, nicht weil es etwas Neues war, sondern weil es für in ihrem Leben ein Ereignis dargestellt hat. Und dass eben die Produktion vom Neuen eigentlich auch nicht unbedingt eine Produktion von etwas Ästhetischem ist, weil das Ästhetische ist auch wiederum eher an das Ereignis gekoppelt. Und deswegen finde ich jetzt diese Begrifflichkeiten, mit denen Sie agiert haben, vielleicht passend für das Kreativitätsdispositiv, wie es sich heute darstellt. Aber wenn ich jetzt zurückkomme auf diese Frage mit dem, was eigentlich normativ im Kern da ist, glaube ich, wird das nicht wirklich erfasst, der Kern vom Ästhetischen und der Kern des Kreativen. Ja. Bitte schön. Wir sammeln ein bisschen. Okay, ich habe immer die Vermutung, also Claudia Käfer, Kunst, Kultur, Soziologie, Kulturwissenschaften, ich weiß nicht mehr, ich bin da schon sehr überkreativ und multifrin, was meine Berufsbezeichnungen angeht. Designer, Kunst, was auch immer. Ich glaube, wir haben in der Arbeitswelt stehen wir vor einer ganz anderen Herausforderung, dass wir eben diese Berufe, es so heute nicht mehr gibt. Dafür gibt es politische Ausformungen wie das Urheberrecht etc. Also dieser Wandel, den wir da in den letzten 20 Jahren eben vollzogen bzw. nicht vollzogen haben. Sie sind ja für den deutschsprachigen Raum spezialisiert auf das Thema Kreativität und mit K und Creativity und was sich daran anschließt. Also das darum geht es mir immer ein bisschen in diesem Zusammenhang, dass wir in Deutschland, glaube ich, irgendwie doch ein anderes Verständnis von Kunst, Kultur, Kreativität haben, damit andere Dinge verbinden, die wiederum über die wirtschaftliche oder neoliberale Adaption der Kreativität irgendwie in seiner Begrifflichkeit über die Creativity oder die Creative City oder das Creative irgendwie etwas komplett anderes meint, bedeutet, als dieses sinnlich, also das Kreativsein der Moderne oder dass das Kreative, das aus der Kunst kommt, wogegen die Kunst sich ja auch versucht, eigentlich abzugrenzen. Und wo es meiner Meinung nach auf jeden Fall eine Verweigerung gibt des deutschen Künstlers, weil der deutsche Künstler ist auch extra. Und auch in den Institutionalisierungen haben wir in Deutschland eine Form von Kunstinstitutionen, die es oder auch eine Institutionalisierung, die es irgendwie in einem anderen europäischen Land gar nicht gibt. Also was mich dabei beschäftigt, ist einfach diese Vergleichbarkeit und auch die Sprachbarrieren, die da übergreifend irgendwie stattfinden. Wie definieren wir uns da? Wie definieren sich die einzelnen Bereiche? Was meinen diese eben, also jetzt in Abgrenzung zu Kreativität des Allgemeinen zum Hin des Kreativ-Professionellen. Vielen Dank. Ich würde jetzt noch eine Stimme nehmen und dann mache ich... Wir müssen ein bisschen... Ich dachte eigentlich, der Herr da hinten hatte sich zuerst gemeldet. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken, damit es uns nicht aus der Kurve trägt. Bitteschön. Klaus Offe, ich bin auch Soziologe.
Also die Fragen haben schon gezeigt, dass es nicht ganz einfach ist, unter Ihre facettenreichen Ausführungen einen Strich zu ziehen und diesen Ausführungen so etwas wie ein Orientierungswissen zu entnehmen. Und in dieselbe Richtung geht auch meine Frage, nämlich die, ob, ich meine, die negative Seite der Innovation, der Kreativität bedeutet ja immer, dass alles, was bis heute bestanden hat, angesichts dieser großartigen Kreativität oder Innovation, die wir jetzt neu auftauchen sehen, von gestern ist, buchstäblich. Ja? Also eine, der Aspekt der veranstalteten Obsoleszenz, der Innovations- und der innovativen Industrien. Also denken Sie doch an Kochrezepte oder an Mode, die Sie auch erwähnt haben. Nicht? Also die laufende, forcierte Entwertung von bestehenden Routinen und Mustern und Selbstverständlichkeiten im Dienste einer laufenden Distinktion und Selbstpräsentation. Man kann sich durch Innovation und durch kleine Unterschiede gegenüber dem Gewohnten profilieren. Und das hat für die Beteiligten eine attraktive Bedeutung, kann aber auch dazu führen, oder das ist die Frage, ich denke, dass es dazu führen kann, zu einer Verquatschtheit, Infantilisierung und einem Neuigkeitsfetischismus ohne Kriterien. Da müssten Sie vielleicht noch Abgrenzungen vorschlagen, die es erlauben, da das eine vom anderen zu unterscheiden und die Knappheit der Aufmerksamkeit ist ein wichtiger Punkt, aber wie gehen Sie damit um? Was zeigt die Unwilligkeit des Publikums, mehr als sozusagen 2 Minuten lang Aufmerksamkeit zu schenken einem Phänomen? Der kurze Atem und die doch irgendwie sterile Beschleunigung der Ereignisabfolge? Ja. Fragezeichen. Ja. Vielen Dank. So. Ja, vielen Dank für die Fragen. Ich fürchte, dass ich Ihnen jetzt nicht alle gerecht werden kann. Es waren jetzt ja mehrere Fragen, wo auch sehr stark nochmal diese normative Frage gestellt wurde, die Frage der Bewertung des Ganzen. Das war in der ersten Frage, sowie auch in Ihrer Frage, Herr Offe. Also da muss ich Ihnen recht geben, da ist sicherlich ein gewisser Mangel bei mir, auch an normativen Kriterien, also gewissermaßen um die, sagen wir mal, begrüßenswerten und die weniger begrüßenswerten Konstellationen hier besser voneinander unterscheiden zu können. Also ich hatte jetzt erstmal diesen Analyseanspruch, was läuft da ab, warum und mit welchen Folgen und natürlich die Frage der Bewertung und wie man dann auch nochmal unterschiedliche Konstellationen von Kreativität unterscheidet. Das ist etwas, was quasi zu leisten wäre. Aber jetzt zu der ersten Frage. Ich sehe, da bin ich nicht ganz unschuldig, dass jetzt ein solcher negativer Eindruck in dem Vortrag transportiert wurde oder ein übermäßig kritischer. Also meine Position, also wenn Sie mal eine Bewertung von mir haben wollen, ist, das hatte ich vorhin auch schon gesagt, also ein Ambivalent, also dass ich das Positive und das Negative sehe. Warum ich das Kritische jetzt so hervorgehoben habe, ist schlichtweg der, weil das ja eigentlich eher also gesellschaftlicher Mainstream ist, dass Kreativität etwas Positives ist. Ne? Und es ging mir ja schon auch um eine Entmystifizierung. Ich denke, das ist ja auch eine soziologische Aufgabe, eine Entmystifizierung zunächst mal zu liefern, zu sagen, also da sind aber auch problematische Konstellationen, ich hatte ja am Ende 4 aufgezählt, das entwertet in meinen Augen überhaupt nicht. Also die positiven Leistungen der Kreativästhetisierung, ob jetzt innerhalb der Wirtschaft oder auch außerhalb der Wirtschaft, also das würde ich überhaupt nicht negieren. Das ist es in dem Vortrag nicht etwas kurz gekommen, weil ich eben diese
also weil mich diese Bewertung nicht so sehr an dem Vortrag interessierte, aber es interessiert Sie natürlich sehr, das kann ich auch völlig nachvollziehen. Also meine Position wäre hier wirklich, auch wenn das etwas langweilig klingt, dass man diese Ambivalenz hier erstmal aushalten muss. Ne? Also diese positiven und die negativen Seiten, das ist auch das, was Herr Offer ja angesprochen hatte. Und dann vielleicht nochmal bessere Kriterien dann versucht herauszufinden, also für diese verschiedenen Formen, auch zum Beispiel des Kreativen, wir hatten ja gerade etwas angesprochen, also mit Publikum, ohne und so weiter. Dann ein weiterer Punkt, der gefragt wurde, Verhältnis zwischen dem Deutschen und dem Angelsächsischen, Kreativität, das Schöpferische, wenn Sie so wollen, ästhetische Ideologie der Deutschen und andererseits also Creativity im Angelsächsischen, ist damit etwas anderes gemeint. Also ich würde jetzt diese Diagnose, wie ich sie habe, ich denke, das ist eine, die auf die westlichen Gesellschaften insgesamt bezogen werden kann. Natürlich, man hat im angelsächsischen Bereich nicht so diese Belastung des Begriffs der Creativity, das kann schon sein, aber letztlich sehe ich da zwischen den westlichen Gesellschaften keinen so großen Unterschied in der Hinsicht, was ich hier mache. Und es ist natürlich, ein Teil des Problems ist, dass ich hier auch Begriffe verwende, also wie Kreativität, die ja, wenn Sie so wollen, Begriffe des Feldes selbst sind oder auch Begriffe von Teilnehmern, aber ich befinde mich hier in der Beobachterperspektive, nehme aber Begriffe aus dem Feld und das führt natürlich dann immer auch dazu, dass sich Leute auf den Schlips getreten fühlen und sagen, das bin aber nicht ich, also so im Kunstfeld, sondern also das ist aber nicht das, was wir hier machen. Wir machen hier was ganz anderes und wir sind hier nicht dispositiv, sondern dagegen. Ne, oder das, aber das... ich würde aber trotzdem darauf beharren, also man kann hier eine soziologische Beobachtungsperspektive einnehmen und dann zum Beispiel sehen, dass das Kunstfeld in the long run eine Art Vorbildfunktion für andere gesellschaftliche Bereiche hatte, auch wenn die Künstler selber das sicherlich oder viele das nicht so wahrnehmen oder sich da auch missverstanden fühlen. Aber da denke ich, ist das vielleicht auch die Leistung dann auch einer soziologischen Perspektive auf diese Phänomene, dann auch diese sagen wir, Verbindungen zu sehen, die die Teilnehmer ungerne selbst sehen wollen. Und der letzte Punkt, was Sie fragten, was das Kunstfeld anging und wiefern dort wirklich die Orientierung am Neuen ist oder nicht vielmehr eine Orientierung am Ereignis, das leuchtet mir in gewisser Hinsicht ein, aber ich denke nicht, dass diese beiden Begriffe sich völlig ausschließen. Also ich denke, dass das moderne Kunstfeld eines ist, das... Ich meine, die Kunstwerke haben sicherlich nicht nur den Anspruch, neu zu sein. Das wäre viel zu wenig, sondern sie wollen ja mehr sein. Sie wollen eben, wie Sie jetzt sagen, ein Ereignis liefern und auch eine ästhetische Erfahrung liefern. Nur denke ich, also wenn man jetzt das Feld, also das Feld soziale, also Kunst als ein soziales Feld, also aus einer größeren Distanz betrachtet, sieht man natürlich schon, dass diese Ereignisse, die die Kunstwerke sind, ja schon auch mit dem Anspruch des Neuen auftreten müssen, um überhaupt in dem Feld wahrgenommen zu werden. Und dann, also ich denke, dass dieses Regime des Neuen, das ist, was das Feld strukturiert. Man könnte auch sagen, ein Spiel der Distinktionen, aber es sind eben Distinktionen eben immer mit der Abweichung. Es wird immer mit der Abweichung gespielt, es geht immer etwas anderes, Neuartiges, Abweichendes, das dann aber gleichzeitig auch mit dem Anspruch des Ereignisses auftritt, sonst würde es ja auch die Rezipienten gar nicht affizieren. Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Aber ich denke, das widerspricht diesem Motor des Regimes des Neuen, des Kunstfeldes nicht. Wir sind hier weit entfernt von einer 2 Minuten Aufmerksamkeitsspanne. Wir sind schon 1,5 Stunden beisammen und als guter Moderator nehme ich mir immer vor, den Bogen nicht zu überspannen. Wenn Sie einverstanden wären, würde ich jetzt trotzdem noch 2 letzte Fragen nehmen. Und dann gäbe es draußen auch noch was zu trinken und eine Brezel. Bitte schön, Sie hatten sich gemeldet. Sie sehen übrigens an unserem Jägerstand, dass es schon wieder Abend geworden ist. Was auch eine kleine Mahnung ist, nicht zu lang zu tagen. Ja. Gunther Martin, ich bin Biologe. Mich interessiert mal die Motivation. Sie sprachen von einer von einem Management der Aufmerksamkeit. Da würde ich mich mal interessieren, wer soll das? Da finde ich, das ist doch ein recht subjektiver Faktor, der darin liegt. Kommt der aus dem System selber oder bedarf es dort eines gewissen subjektiven Faktors, diese Regulierung, das ist ja eine gewisse Regulierung, die durchführt. Ja, also das ist irgendwie so eine
Spannung, die ich da sehe. Ja. Vielen Dank. Stefan, ganz hinten, letzte Reihe. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich versuche so ein bisschen Ihren Vortrag mit meinem Wissen zusammenzubringen und habe dann Schwierigkeiten. Erstens frage ich mich, wie weit es sinnvoll sein könnte, zwischen Begriffen wie Innovation, Neuheit auf der einen Seite, Fortschritt, der Begriff ist noch überhaupt nicht gefallen, Fortschrittsparadigma, Personalstil, das wäre also das sozusagen die Distinktion des Künstlers, die erstmal erreicht werden muss, damit man sichtbar wird als Künstler, und das dann wiederum als vierten Begriff Kreativität, also diese Begriffe voneinander abzugrenzen. Wenn man das tut, dann sieht nämlich meines Erachtens auch die Geschichte ein bisschen anders aus. Also es ist ja so, dass im 19. Jahrhundert Künstler meines Wissens nach, und ich kann das jetzt genauer nur für den Musikbereich eigentlich sagen, da spielt Kreativität keine Rolle. Der Creativity-Begriff stammt meines Wissens nach tatsächlich aus den 1960er Jahren oder Ende der 1950er Jahre. Das heißt, im 19. Jahrhundert geht es um Fortschritt. Und wenn Abweichungen stattfinden, also Fortschritt heißt dann im Grunde, wir haben das geschichtsphilosophische Paradigma, das Fortschritts der Geschichte, der erreicht ist und der sich dann offenbar in Analogie zum künstlerischen Bewegungen ausprägt. Wenn Abweichungen stattfinden, dann sind das wirklich, also die Frage ist, Sie haben sehr viel von Reiz gesprochen, Reiz ist ja eigentlich ein negativer Begriff, also da steckt auch wieder dieses Negative drin, was ja auch vom Publikum auch an anderen Stellen angemerkt wurde. Wenn Abweichung stattfindet, dann muss es nicht unbedingt um Reiz gehen, sondern es kann auch darum gehen, Regeln zu überschreiten, um einen Bedeutungszuwachs zu gewinnen. Und einen Bedeutungszuwachs, Sinnhaftigkeit zu gewinnen, ist natürlich ein positiver Aspekt. Und die Frage wäre natürlich auch, wie weit spielt das heutzutage bei dem Kreativitätsdiskurs und auch bei dem vielleicht Kreativitätszwang eine Rolle? Also dieser Creativity-Begriff, der stammt meines Wissens nach aus dem amerikanischen Bereich, stand im Kontext des Sputnik-Schocks. Also wahrscheinlich wissen Sie das viel besser und deswegen freue ich mich, wenn mein Wissen korrigiert wird, falls es falsch war. Und da ging es eben wirklich darum, dass Creativity in den USA gefordert wurde im Wissenschaftsbereich, um eben einfach auf wissenschaftlicher Ebene mithalten zu können. Und der schwappte dann rüber nach Europa und wurde dann in den 1970er Jahren, also gerade auch in Deutschland, in zum Beispiel in der Improvisationsszene ausgebaut. Also ging dann erst sozusagen überhaupt in den künstlerischen Bereich rein. Und auch in diesem Kontext dann entsteht dann auch dieser Wert von Neuheit. Also wenn man das erstmal so sieht, dass die Zusammenhänge vielleicht anders sind, es kann wie gesagt sein, dass ich mich irre, könnte es vielleicht sein, dass dieser Kreativitätszwang oder dieses Kreativitätsideal heute eben gerade mit Wertvorstellungen verknüpft sind, die in das 19. Jahrhundert, aber auch ins 20. Jahrhundert zurückreichen, nämlich Wertvorstellungen, die einerseits eben dieses Fortschrittsparadigma eigentlich in sich haben, also wir wollen die Welt besser machen, und andererseits aber auch Wertvorstellungen, die ganz stark mit dem Individuum zusammenhängen. Also das ist jedenfalls der Diskurs der 1970er Jahre meines Wissens nach. Also die Menschen sollen kreativ sein, jeder ist kreativ, jeder ist in sich was wert, jeder ist einzigartig. Also wir haben dann im Grunde genommen so ein Subjektbegriff, Diskurs, der da mit drin steckt. Und wenn das der Fall ist, dann gäbe es doch eigentlich keinen wirklichen Grund, skeptisch zu sein gegenüber dieser Kreativitätszwang. Also ich sehe, dass da einerseits ein Zwang ist, aber andererseits steckt doch dahinter ein sehr positives Ideal vom Menschen. Und wollen wir das aufgeben, indem wir sozusagen zurückgehen zum Gamma- oder Epsilon-Typen im Sinne von Huxley, der eben Routinearbeiten macht? Ja, ist das das Ziel? Ja, vielen Dank. Ja, aber ich hatte ja gerade zum Ende schon gesagt, also dass meine Bewertung nicht eindeutig negativ ist. Also ich denke, wir neigen auch immer dazu, entweder wir haben nur eine positive Bewertung des Phänomens, das ist aber, das würde ich sagen, das Tradierte, oder aber wir fallen eben in einen reinen Kulturpessimismus. Aber diese Ambivalenz auszuhalten, dieses Phänomens, also dazu würde ich eigentlich auffordern. Aber ich, wie gesagt, also wenn Sie mich da in so eine reine negativistische Richtung einordnen würden, da würde ich mich jetzt fehlsortiert fühlen, wobei ich aber sagen muss, eigentlich ist meine Bewertung des Phänomens
Phänomen ist doch völlig gleichgültig. Sie sollen das ja, also ich kann es nur analysieren und die Bewertung ist unsere gemeinsame Aufgabe. Also ich will Ihnen ja keine Bewertungen vorgeben. Aber ich bin dankbar, dass Sie jetzt gerade nochmal diese Semantik des Begriffs der Kreativität nochmal aufgerollt haben. Das habe ich jetzt in dem Vortrag nicht getan. Aber natürlich, der Begriff der Kreativität ist also für das Deutsche erstmal ein relativ neuer Begriff, der aus dem, diesen Export aus den USA hier hineingesickert ist, auch über die Psychologie. Ich meine, das deutsche Pendant in der Geschichte wäre natürlich das Schöpferische. Und das ist ein Begriff aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Und natürlich ist also diese Idee des Schöpferischen und damit im Zusammenhang auch der Begriff der Originalität, damals ja auch mit dem Geniebegriff, ganz konstitutiv für den künstlerisch-ästhetischen Diskurs Ende des 18. Jahrhunderts und damit ja gleich ursprünglich für das moderne Feld der Kunst. Also das, denke ich, ist ganz, wie immer man das dann am Ende nennen mag, ich habe das dann etwas profan Regime des Neuen genannt, also auch um so eine soziologische Profanisierung da hineinzubringen. Aber das, ich denke, dass das aber, das unterscheidet ja dann auch gerade die moderne Kunst von der vormodernen Auftragskunst, ne? Wo also dann ein Auftraggeber dem Künstler ja vorgab, was zu machen ist. Und jetzt aber erwartet man vom Künstler und er erwartet auch von sich selbst Ende des 18. Jahrhunderts, originell zu sein. Das ist der Begriff der, aus der damaligen Semantik. Klar, man sagt jetzt nicht kreativ, sondern originell oder schöpferisch. Aber insofern denke ich, das Phänomen kann man da aber ausmachen im Kunstfeld. Da mag es natürlich noch in verschiedenen Bereichen des Kunstfeldes Unterschiede geben. Also jetzt im Musikbereich ist es vielleicht anders als im Bereich der bildenden Kunst oder der Literatur. Ich denke, bildende Kunst, Literatur sind da sicher noch sehr viel Aussage, vielleicht auch dann längerfristig wirksamer als die Musik, wo es ja vielleicht auch eher um einen bestimmten Kanon ging. Aber das würde ich auf jeden Fall, also darauf würde ich doch insistieren, also mit dem modernen Feld der Kunst kommt dieser Gedanke des Schöpferischen und Original, und nicht nur der Gedanke, sondern es strukturiert das Feld, ne? Also den Motor des Feldes, sicherlich am Anfang auch mit den Fortschrittskonnotationen verbunden, das würde ich auch so sehen, die sich dann aber im Laufe des 20. Jahrhunderts natürlich ausgefranst hat, nicht? Also auch selbst die Avantgarden hatten ja noch diesen Anspruch, Überbietung, ne? Das ist ja nicht nur neu, sondern auch ganz anders und vielleicht auch noch besser, das ist dann aber etwas, was im Laufe des 20. Jahrhunderts verschwindet. Also insofern ist es noch mal sehr kompliziert, sich diese Geschichte des Kunstfeldes selber anzuschauen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass man hier diese Kreativitätsorientierung von Anfang an dort finden kann, auch wenn dieser Begriff nicht unbedingt verwendet wurde. Und dann noch zu Ihrer Frage, also was das Management der Aufmerksamkeit angeht, das ist natürlich ein hochspannender Punkt und es würde, denke ich, auch sich lohnen, darauf noch mal sehr viel ausführlicher einzugehen, weil ich wirklich denke, dass das jetzt zentral auch wird für dieses Kreativitätsdispositiv. Der Begriff Management ist sicherlich so ein bisschen missverständlich. Also was ich jetzt nicht meinte, ist, dass die Aufmerksamkeit von einer Instanz her zentral gemanagt wird, also gesteuert wird, sondern ich meinte eher Management der Aufmerksamkeit, dass man eben versucht, oder man ist einfach gezwungen zu versuchen, Aufmerksamkeit irgendwie zu beeinflussen. Und das wird ja auch von verschiedensten Instanzen versucht, ob das jetzt Google-Suchmaschinen sind oder ob das Rezensionen sind oder was auch immer. Aber auf jeden Fall diese Frage der Beeinflussung von Aufmerksamkeit, dieser knappen Ressource Aufmerksamkeit, wird eigentlich zu einem ganz zentralen Problem innerhalb, das war ja im Kunstfeld immer schon ein Problem, muss man sagen, also weil es da immer eine Unzahl von Kunstwerken gab und wer interessiert sich jetzt für X und nicht für Y. Und das wird jetzt aber auch natürlich durch die Medialisierung innerhalb des Kreativitätsdispositivs zu einem ganz zentralen Problem, auch für die ökonomische, für die Produkte natürlich, für die Wirtschaftsprodukte, aber auch für die Subjekte, die sich im Internet darstellen und so weiter. Also insofern, das würde ich nochmal, würde sich sicher lohnen, da nochmal, konnte ich im Vortrag nur recht kurz machen, diese Organisation von Aufmerksamkeit als Zentralproblem eigentlich der spätmodernen Gesellschaft. Danke. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich will kurz nochmal Dank sagen, nämlich zuallererst natürlich unserem Referenten. Herzlichen Dank. Ich denke, wir haben unheimlich viel mitgenommen und werden Sie wieder einladen. Dann will ich mich aber auch nochmal ganz kurz bei Ihnen bedanken für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie uns gewogen, Reihe mit Zeitdiagnosen geht weiter. Wir machen jetzt schon eine kleine Pause. Es gibt keinen Termin mehr dieses Jahr, aber wir machen nächstes Jahr weiter mit dem Buchstaben L, wie Landlust oder die urbane Sehnsucht nach der Provinz. Mit der fantastischen Julia Friedrichs. Sie sind alle sehr noch fit und merken sich, dass das am 7. März
hier in diesem Saal stattfindet, Landlust oder die urbane Sehnsucht nach der Provinz. Und jetzt passiert das Ereignis, auf das wir schon seit 2 Stunden hinfiebern. Da unten gibt es was zu trinken und zu essen, wenn Sie noch ein bisschen diskutieren wollen. Ansonsten jetzt schon einen schönen Abend. Vielen Dank.